Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend hier heute Abend am 21. Juli 2019. Wir haben es 20 Uhr hier auf Okitalk, interaktives Redesprachportal, der Talk von Mensch zu Mensch. Es freut mich, dass wir heute einen ganz speziellen Gast haben, der Axel Burkhardt. Mir auch in der Akademie Zukunft und Mensch. Zukunft Mensch. Er war bei uns am Medienfestival auch im Mank gewesen und da möchte ich mich auch nochmal vorab nochmal bedanken für einen hervorragenden Vortrag. Liebe Zuhörer, ich habe es vorhin schon im Forum abgesagt, wenn ihr heute mit einsteigen wollt, interaktiv, da steht der Außenchat A zur Verfügung auf Okitalk. Oben einfach auf Chat klicken, der ein Konto schon hat. Ganz wichtig. Wir haben alles freigeschalten von okitalk.com, nur den Chat nicht, weil ein bisschen Bindung braucht unsere Plattform ja auch. Denn registrieren heißt ganz einfach nur euer Wunschname und eine E-Mail-Adresse. Und ihr habt eine Pinnwand, wie ähnlich wie Facebook, und könnt ganz viel auf Okitalk Neues entdecken. Das sind die Medien der Zukunft, so sage ich. Dann gibt es die Möglichkeit, hier auch direkt einzusteigen unter der Rubrik Okitalk. Einfach in den Download-Bereich reingehen. Und der erste Download-Link ist der Windows Portable. Der ist vorprogrammiert. Einfach downloaden. Ihr kommt auf den Surfer und wir sehen das und wir setzen euch direkt in den Zuhörraum rein. Und wenn ihr mitreden wollt, braucht ihr nur einen Doppelklick auf den Warteraum machen und schreibt euch das auf. Die Alt-Taste ist eure Sprechtaste, solange ihr redet. Wie so ein Walkie-Talkie. Ja, dann haben wir natürlich unser Telefon freigeschalten, unser österreichisches Festnetztelefon, Landesvorwahl 0043 für Österreich, 720-518-19 und die 7. Die Nummer steht auch unter der Rubrik Sendungen. Man findet es ganz einfach. Ja, Axel Burkhardt ist bei uns und er hat heute ein Thema mit ins Gepäck genommen, was ich außerordentlich interessant finde. Möchte Ihnen nochmal kurz die Homepage nochmal kurz erwähnen, www.akademie-zukunft-mensch.com. Wir haben einen Artikel geschrieben unter der Rubrik Artikel. Dort findet ihr auch die Kontaktdaten zu Axel Burkhardt. Axel Burkhardt schreibt, was ist eigentlich los in der Welt und was ist zu tun? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Welt spielt irgendwie verrückt und viele Menschen sind immer verzweifelter. Viele flüchten in die Materie, viele in die Illusion und Ablenkung oder in Demonstrationen. Was aber dem allen zugrunde liegt und was wirklich eine Lösung ist, das soll betrachtet werden aus einer ganzheitlichen Sicht. Ja, wenn ich da diese paar Zeilen schon höre, da fällt mir so vieles ein, aber ich möchte jetzt erstmal den Axel hier begrüßen, hier auf Okitalk, und ich muss mich wirklich erstmal bedanken nochmals. Danke, Axel, dass es dich gibt und schön, dass du heute bei uns die Zeit uns Zuhörern gibst für Okitalk. Guten Abend zu dir. Ja, auch einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es wird ein informativer, freudiger Abend für alle Zuhörer. Es ist ja schon das dritte Mal auf Okitalk und lassen wir uns überraschen, was alles kommt. Absolut. Ja, Axel, was ist los in dieser Welt? Was ist überhaupt los? Eine Verwirrung, so sage ich, eine Reizüberflutung. Es gibt Menschen, die sehe ich im einen Aufwachprozess, sind viel bewusster geworden. Man sieht es mittlerweile, man fühlt sich nicht immer mehr alleine. Aber auf der anderen Seite sieht man auch anhand von Körpersprache Menschen, wie gesagt, sie flüchten entweder in sich zurück und auch die psychiatrischen Fälle werden leider Gottes immer auch größer, aufgrund von Unsicherheit, vielleicht auch Angstgefühle, Überflutung. Die Menschen haben momentan, denke ich, eine Findungsphase. Schön, dass du das Thema uns mit hier ins Gepäck reingebracht hast. Ja, das Thema ist ja im Grunde genommen sehr, sehr aktuell. Die Frage ist auch immer, wer empfindet das so, ja, dass die Welt im Grunde genommen schon irgendwie verrückt spielt. Wenn wir schauen, was jetzt in der Welt geschieht, dann stellen wir eines fest, was du schon angedeutet hast. Die Menschen werden unsicherer, sie werden verzweifelter. Wir erleben es ja gerade im Moment bei uns in Europa mit Friday for Future. Die Frage ist, was,
Was verbirgt sich dahinter, dass jetzt die Jugend auf die Straße gehen muss, um die Eltern anzustoßen, etwas zu tun? Was spielt sich denn da in den Jugendlichen ab? Was wird denn heute sozusagen nach außen hin verbreitet? Wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist ja, wenn wir gerade die letzten Monate anschauen, fast nur noch der Klimawandel und das, was sich um den Klimawandel herum drängt an Gefühlen, ist Aufruhr, ist Aggression, ist Anstoßen. Aber die Frage ist, warum wollen die Jugendlichen, ihre Eltern, die Politiker und uns anstoßen? Weil sie, zumindest hört man das ja aus den Medien heraus, verzweifelt sind. Warum sind sie verzweifelt? Was steckt dahinter? Sie haben wirklich, und das ist das Frappierende und fast schon Erschreckende, dass man in den Zeitungen von den Interviews hört, in den Interviews liest, dass diese Jugendlichen wirklich das Gefühl haben und den Gedanken, dass die Welt untergeht, dass wenn jetzt nicht sofort gehandelt wird, ein Weltuntergang bevorsteht. Und es sind wirklich Aussagen, dass sie sagen, was soll ich jetzt noch tun? Ich brauche halt gar nicht mehr in die Schule gehen, weil über 10 und 12 Jahren ist und so alles vorbei. Und da ist doch die Frage, wie kommen Jugendliche auf eine solche Idee überhaupt, so etwas zu denken? Was spielt sich denn da in den Köpfen ab? Wie kommt es, dass Jugendliche solche Gedanken haben? Und ich habe jetzt gerade die Woche auch deinen Vortrag darüber gehalten und da ist es jetzt ganz interessant, dass wir ja neue Videofilme haben, die jetzt in der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Neue Videofilme, wo, also so wie ich das gehört habe, mehr oder weniger verstörende Berichte oder verstörende Szenarien dargestellt werden, was um das Jahr 2100 mit der Erde geschieht. Und in diesen Videos, so wie ich das gehört habe, ist mehr oder weniger eine weltweite Feuersbrunst zu sehen oder Hitzewelle, die um die Erde geht und Wasserknappheit. Das heißt, es wird mit Bildern gearbeitet, wo Angst gemacht wird sozusagen, dass im Jahr 2100, das sind jetzt zum Glück noch 80 Jahre, weit weg von dem, was die Jugendlichen denken, aber dass eigentlich in 80 Jahren das so weit ist, dass die Erde unbewohnbar ist. So ist das fast schon dargestellt. Nur die Jugendlichen denken heute sogar schon so aufgrund dieser Klimathematik, dass es schon in 10, 12 Jahren so weit ist, 15 Jahren, dass das geschieht. Und jetzt ist die Frage, wer macht solche Videos und warum bringt jemand solche Videos in die Welt? Und der Bericht darüber, der in der Tageszeitung auch war, war dann verblüffend, weil derjenige, der herumreist und diese Videos zeigt, ist ein Chefstratege von Volkswagen, vom Volkswagen-Konzern. Axel, darf ich ganz kurz? Kurz an die Zuhörer. Das Telefon, bitte, die Sendung ist gerade erst angefangen. Es ist schön, dass ihr so fleißig hier anruft, aber Axel möchte doch erstmal ein Thema thematisieren. Und wir sagen mal so ab 8:45, Axel, ist das möglich? Dann lassen wir die ersten Anrufer rein, oder? Ja, okay, gut. Ja, also jetzt drücke ich nochmal das Telefon weg, liebe Zuhörer. Ab 20:45 dürft ihr anrufen. Dankeschön. So, Axel. Also spannend ist, dass wir jetzt sehen, dass auf einmal Chefstrategen des VW-Konzerns überall herumreisen und jetzt Videos zeigen, die früher ein Al Gore oder andere Leute gezeigt haben über den katastrophalen Klimawandel. Das heißt, es werden Bilder in die Welt gegeben von einer Katastrophe, die auf uns zurollt, wenn wir nicht entsprechend handeln. Bislang kam das eben aus der alternativen ökologischen grünen Szene, diese Szenarien über die drohende Klimakatastrophe, das, was alles auf uns zukommt. Jetzt greift das auf einmal die Industrie auf, die ja bisher eher zögerlicher war oder zurückhaltend oder sogar scheinbar das Gegenteil gemacht hat. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir natürlich, weil das so durchsichtig ist, wenn jetzt ein VW-Konzern auf einmal auf den Zug aufspringt und natürlich unsere Politik auch, wie man das in Deutschland sieht oder in Europa, alle folgen jetzt den Jugendlichen und alle wollen auf einmal das Klima retten. Das heißt, Politik und Wirtschaft springt auf einen Zug auf, der interessanterweise von den Jugendlichen angestoßen wurde in ihrem idealistischen Eifer. Und jetzt springt ein großer Konzern auf und produziert Videos,
die im Grunde genommen Angst machen. Das heißt, wir sehen, dass mit Angst gearbeitet wird vor dem drohenden Klimakollaps, kann man sagen. Jetzt muss man fragen, ja, warum? Warum macht das ein solcher Konzern? Was ist das Interesse? Und es ist natürlich jedem klar, der anfängt, darüber nachzudenken, dass natürlich der Konzern nun wirklich nicht das Thema Klimawandel für sich ergriffen hat, sondern es ist völlig klar, weil die Strategie von VW jetzt sozusagen fast schon zu 100% in die Richtung Elektroautos geht in die Zukunft, dienen diese Filme, die letztens ja mit Angst arbeiten, dazu, das eigene Geschäft zu stärken, das eigene Geschäft durchzusetzen. Das ist eine normale Technik, nennen wir Public Relation, ja, hieß früher Propaganda. Das heißt, man erzählt etwas Gutes, aber man hat eigentlich ein verstecktes Thema dahinter. Es geht nicht um den Klimawandel, sondern es geht um das Geschäft. Und das ist aber normal in der Wirtschaft. In der Politik ist es dasselbe. Die Parteien sagen, ich springe jetzt auf den Zug, weil es geht mir um den Klimawandel. Und wenn wir das beides anschauen, dann sehen wir natürlich und erkennen, wenn wir ein bisschen Verstand und Vernunft walten lassen, dass es weder der Wirtschaft noch der Politik, den Politikern, wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt einige wenige sicherlich, um den Klimawandel geht, sondern es geht ihnen um ihre Interessen. In der Wirtschaft wahrscheinlich noch mehr, weil das muss so sein, in der Politik auch zum großen Teil. Und natürlich gibt es engagierte Politiker, deren Herz jetzt wirklich an der Rettung der Erde hängt. Aber wir sehen, wenn wir da hinschauen, dass nach außen etwas gesagt wird und nach innen eigentlich ganz etwas anderes gedacht wird. Und da müssen wir uns fragen, was ist das denn? Und warum sind Menschen heute so verzweifelt? Was ist da los in der Welt? Und das Spannende ist, dass jetzt gerade an diesem Wochenende, ich habe den Artikel hier in der Süddeutschen Zeitung, die Überschrift war, die Lüge regiert. Da ging es zwar nur um den Brexit und London, aber eindeutig die Überschrift, die Lüge regiert. Und das ist jetzt das Thema dessen, was ist eigentlich los heute? Warum sind die Menschen so verzweifelt? Da werden nach außen hin schöne Botschaften nach außen hin gebracht, gesendet. Man denkt aber ganz anders. Und das ist im Grunde genommen ein Lügen. Das ist ein Lügen. Das heißt, und das in der Politik und in der Wirtschaft, das sehen wir, das ist eindeutig so. Und wenn uns das jetzt vorgelebt wird, ist ja die Frage, was macht denn das mit den Seelen der Menschen? Weil wir kommen ja irgendwann dann zu den spirituellen Themen, das ist ja mein Ansatz, unser Ansatz. Was macht denn das mit den Seelen auch der Jugendlichen? Was macht es mit den Seelen der Kinder? Was macht es mit den Seelen der Eltern? Was macht das mit unseren Seelen, wenn wir merken, dass wir die Lüge brauchen und nur mit der Lüge in der Welt weiterkommen? Das ist das Thema. Und da sind wir dann mittendrin, auch wenn wir das anschauen in Bezug auf die Hintergründe, was ist eigentlich los? Dann können wir sagen, wir sehen, was in der Welt los ist, dass ein gewisser Irrsinn fast schon entsteht. Die Leute müssen ja irrsinnig werden, wenn sie merken, sie können nur mit der Lüge erfolgreich sein. Und wir haben natürlich da viele Beispiele dafür. Fangen wir an, wenn wir jetzt von mir aus auch heute anfangen und zurückgehen, dann sehen wir jetzt, dass bei uns wirklich in der Politik und Wirtschaft gelogen wird, um persönliche Interessen durchzusetzen. Das färbt natürlich auf Menschen unten ab. Dann sehen wir, wenn wir nach Amerika schauen, wir haben einen Präsidenten, der sagt, der wirft der Presse vor, Lügenpresse, das heißt, der Vorwurf ist, ihr lügt ja alle, das haben wir bei uns in Deutschland ja auch, das heißt, die Menschen haben berechtigt oder unberechtigt das Gefühl, in der Presse wird nicht die Wahrheit gesagt. Ja, es wird sogar gelogen oder die Wahrheit verdreht. Und jetzt wirft ein Donald Trump den Medien vor, dass sie lügen. Und mit was macht er es? Mit einer permanenten Verdrehung der Wahrheit. Mit einem permanenten, man hat ihm ja so viel in Anführungszeichen Unwahrheiten vorgeworfen. Das heißt, Unwahrheit, da ist man vorsichtig, da sagt man nicht Lüge, es sind Unwahrheiten. Weil die Lüge ist dann, wenn jemand bewusst die Unwahrheit sagt. Aber wir sehen, dass Donald Trump eigentlich mit Unwahrheiten arbeitet und den anderen Unwahrheiten vorwirft. Wir sehen überall, dass die Lüge regiert. Wirklich. Wir haben
dem Präsidenten davor, den anderen Präsidenten, dem Präsidenten davor, alles nachgewiesen. Alle, fast alle amerikanischen Präsidenten in der Vergangenheit, bis einige Ausnahmen vielleicht, haben die Lüge benutzt, um zu regieren. Ob das dann der Vietnamkrieg war, ob das der Afghanistankrieg war, ob jetzt der, natürlich die letzten Kriege, der Irakkrieg, Libyen, Syrien, überall wissen wir nachgewiesenermaßen, dass alle diese Kriege mit Lügen geführt wurden. Es wurde die Weltöffentlichkeit mit Lügen bombardiert, um dann die Berechtigung zu haben, einen Krieg zu führen. Selbst der Jugoslawienkrieg, bei dem Deutschland beteiligt war, war auf Lügen aufgebaut. Gehen wir weiter zurück, wir kommen zum Koreakrieg, Vietnamkrieg, gehen wir weiter zurück. Jetzt gehen wir zurück zum Anfang des 20. Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg. Heute wissen wir, dass dieser Weltkrieg auf Lügen aufgebaut war und wirklich auf Lügen aufgebaut war, vor allen Dingen aus dem englischen Hause, kann man sagen, aus dem angloamerikanischen Hause. Das ist heute alles nachgewiesen. Dann ist dieser Krieg zu Ende gewesen. Es kam diese Versailles, sogenannte Vertragsverhandlungen. Und wie sind diese Vertragsverhandlungen von England, Frankreich und Amerika gemacht worden? Man hatte das versprochen und dann nicht eingehalten. Das heißt, man hat gelogen. Ein Präsident Wilson war damals, man kann wirklich sagen, der erste große Vertreter der Lüge offiziell, also seine 14 Punkte gebracht hat, vom Völkerrat bis hin zur Selbstbestimmung der Lüge, Entschuldigung, zur Selbstbestimmung der Völker. Was hat Amerika gemacht? Weder dem Völkerbund, dem Völkerrat, dem Völkerbund zugetreten, nicht beigetreten und gleichzeitig das Selbstbestimmungsrecht wieder leugnet, widerrufen, indem sie ganz anders gehandelt haben. Das heißt, wir sehen aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts heraus, dass wirklich mit ab dem Ersten Weltkrieg massiv die Welt von der Lüge regiert wird. Und wir sehen heute, es ist mittlerweile derartig eskaliert, dass wir sagen, heute ist es ja fast nur noch die Lüge, die sich durchsetzen kann. Fake News, es wird bewusst schon mit Fake News gearbeitet, um die Leute zu manipulieren. Schauen wir zum Beginn des 21. Jahrhunderts, des 9-11. Jeder, der sich damit beschäftigt hat, außer dem Mainstream, weiß, dass eine Lüge das ist. Also das heißt, das gesamte 21. Jahrhundert hat mit einer massiven Lüge begonnen und dann mit Kriegen, die im Prinzip auf dieser Lüge aufbauen und fortsetzen und einen Krieg nach dem anderen. Und wir sehen die verheerenden Wirkungen, wenn wir heute wieder schauen nach Libyen, da wo man einen Gaddafi dann beseitigt hat mit Lüge, das Land versinkt in einem völligen Chaos, Irak ist in einem Chaos versunken, Afghanistan ist einem Chaos versunken. Syrien ist einem Chaos versunken, aber nicht ganz, weil dort die einzige Macht, die gegenhalten konnte, Russland da war und Russland eben Syrien unterstützt hat, was man Russland natürlich vorgeworfen hat. Das heißt, wir sehen, dass eigentlich die Lüge alle Kriege initiiert hat im 20. und 21. Jahrhundert. Und das ist das, was eigentlich in der Welt geschieht. Das ist das, was geschieht. Die Lüge regiert. Und jetzt kommt die Frage, wo wir ins Spirituelle gehen. Woher kommt das? Wieso ist die Menschheit so tief gesunken, dass sie eigentlich nur noch mit der Lüge die Welt managen kann? Dass sie nur noch mit der Lüge regieren kann? Dass man nur noch mit Lüge erfolgreich sein kann? Und da kommen wir jetzt in dieses große Thema hinein der spirituellen Wissenschaft, der Anthroposophie, der Geisteswissenschaft. Im Neuen Testament gibt es ein Zitat, wo Jesus Christus spricht, und er ist euer Vater, ist der Vater der Lüge. Er benennt also jemand als den Vater der Lüge. Und wen meint er damit? Er spricht es ja aus, er meint den Satan damit. Das heißt, im Neuen Testament haben wir diese Information ganz deutlich. Es gibt eine Kraft im Universum, eine Kraft auf der Erde, eine Kraft in unserem Kosmos, die wir im Christentum als Satan kennen. Und dieser ist der Vater der Lüge. Das heißt, es ist eine Wesenheit, die offensichtlich nur mit der Lüge bestehen kann.
Und das heißt, wir sind konfrontiert das erste Mal, und ich begrüße jetzt auch Leute auf YouTube, wir hatten ein bisschen ein technisches Problem, tut mir leid, Mikrofonproblem. Dieser Vater der Lüge, Satan, der wird benannt, und jetzt tauchen wir natürlich ein in eine Welt, wo jetzt natürlich der Normalsterbliche hier auf der Erde sagt, so ein Humbug, so ein Quatsch, es gibt keine geistigen Wesen, schon gar keine Teufel, das sind alle unsere Erfindungen. Das heißt, da muss der Mensch sich eigentlich entscheiden, dass er alles das unterrichten oder über die Videos zu inspirieren, dass der Mensch sich entscheiden muss zu sagen, gibt es eine geistige Welt oder nicht? Bin ich nur ein Haufen Materie oder bin ich ein geistiges Wesen? Und deshalb ab dieser Stelle hier, wenn heute noch jemand glaubt, dass er nur aus einem materiellen Körper besteht, dann kann ich ihn nur bitten, empfehlen, bitte denk drüber nach, ernsthaft. Schau dir von mir aus meine Videos an oder denk drüber nach. Du wirst feststellen, dass das mit einer der größten Lügen überhaupt ist oder die mächtigste Lüge, die unser Mensch am meisten zu schaffen ist, nämlich die Lüge, uns einzureden, du bist nur ein materieller Körper. Du bist eigentlich nur eine biologische Maschine. Das ist die größte Lüge. Und jetzt kann jeder Mensch für sich entscheiden, will ich diesem Glaubenssatz, diesem Axiom, will ich diesem Dogma, das es mittlerweile schon ist, folgen, oder will ich das mal überprüfen und sagen, was ist die Alternative? Bin ich wirklich nur ein Materieklumpen, eine biologische Maschine, oder bin ich ein göttlicher? Entscheidet euch, liebe Leute, fragt nach, prüft nach. Was ist die Wahrheit? Ihr werdet das alle rausfinden, und ihr werdet alle rausfinden, dass ihr nicht nur Materie seid. Das ist auch sehr schnell zu durchschauen. Das heißt, man kann diese Lüge, diese mächtige Lüge, du bist nur Materie, sehr schnell durchschauen, und dann begreift man, wow, ich bin ein werdender Gott, ich bin ein göttliches Wesen, ich bin ein menschlich-göttlich-geistiges Wesen. Und ich bin hier unten auf der Erde, wie ich immer sage. Und da wurde in die Welt eine Lüge verpflanzt, uns einzureden, wir seien nur Materie. Weil in dem Moment, wo wir das glauben, sind wir zu 100% manipulierbar. Und das ist Gold. Die Lüge. Jetzt hast du Aussetzer, Axel. Oh, ist jetzt wieder da? Ja, versuch die Taste gut zu drücken und dann ist alles gut. Die Lüge manipuliert, die Wahrheit macht frei. Und das ist eigentlich die wesentliche Botschaft auch für den heutigen Abend. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, wer ist denn dieser Satan oder diese Wesenheit und wieso ist diese Lüge jetzt gerade in der Welt? Und dann stoßen wir auf einmal auf die nächste Geschichte in der Offenbarung. Ja, jetzt kann man sagen, ja, das ist ja auch nur eine schöne Geschichte. Nur wenn ihr ins Internet schaut, dann seht ihr, dass das Internet voll ist mit Interpretationen und Geschichten über die Offenbarung des Johannes, über die Apokalypse. Und in der Apokalypse gibt es diese Geschichte, wo Michael kämpft mit dem Satan, mit dem Drachen, und wo es heißt, er verbannt ihn auf die Erde. Und jetzt kommt eben diese unglaubliche Aussage von Dr. Rudolf Steiner, dem Begründer der Geisteswissenschaft, der Anthroposophie, der ersten oder der wirklich geistigen Wissenschaft, der Wissenschaft von der geistigen Welt, von den geistigen Wesen, von den geistigen Gesetzen, der sagt, ja, das ist im 19. Jahrhundert geschehen. Da gab es einen Kampf. Dieser Kampf fand statt, er sagt, der ganz exakt zwischen 1840, 41 und dem Jahr 1879. Ein Kampf in der geistigen Welt zwischen Michael und Satan, und Michael und die Seinen, genauso wie es in der Offenbarung heißt, besiegen Michael und verbannen ihn mit den Seinen, mit seinen Heerscharen auf die Erde. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet natürlich noch nicht in physischen Leibern hier, in physischen materiellen Körpern, sondern in den geistigen Raum der Erde. Das bedeutet, von dem Jahr 1879 an kann sozusagen diese mächtige Wesenheit, der Vater der Lüge, der Satan, den wir in der Geisteswissenschaft Ahriman nennen, das kommt aus dem Persischen von Zarathustra, seit dieser Zeit hat jetzt sozusagen die Lüge eine gewisse Macht. Sie kann uns beeinflussen, wenn wir ihr folgen.
Aber um ihr nicht zu folgen, müssen wir klar sein im Denken. Wir müssen lernen, die Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden. Das ist unsere Aufgabe. Und deshalb hat auch Michael und die Seinen im Auftrag sozusagen, wir können ruhig sagen im Auftrag Gottes, im Auftrag der großen Trinität, diesen Satan, diese Kräfte, diese Dunkelkräfte auf die Erde geschickt, damit wir in dem, sozusagen in dem Widerstreit mit ihnen lernen, die Wahrheit zu finden. Deshalb sind diese Mächte auf der Erde. Und das ist der Grund, warum wir dann verstehen können, warum mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, eigentlich schon Ende des 19. Jahrhunderts, da wurde der Erste Weltkrieg schon bereits vorbereitet, seit dieser Zeit kommt die Lüge immer mehr in das Denken der Menschen. Nicht deshalb, weil es so sein muss, sondern weil wir dieser Lügenkraft zu wenig Widerstand bieten, beziehungsweise unser ganzes Bildungswesen überhaupt nicht vorbereitet ist oder es wird verhindert, dass die Menschen, die Kinder, die Jugendlichen schon in den Schulen lernen, Wahrheit zu denken. Das ist der entscheidende Punkt. Deshalb wissen wir jetzt, dass diese Lügengeister auf der Erde sind, dass sie diese Möglichkeit und Macht haben, Einfluss zu nehmen auf uns, wenn wir es zulassen. Nur wenn wir es zulassen. Und das ist unsere Herausforderung. Das sind sozusagen, ich sage immer wieder, unsere Sparringpartner. Diese satanischen, arimanischen Kräfte und Wesenheiten sind unsere Sparringpartner, die uns gegenübergestellt sind, an die Seite gestellt sind, als Herausforderer, dass wir lernen, um die Wahrheit zu kämpfen, um frei zu werden. Denn da haben wir diese dritte Botschaft aus dem Neuen Testament, wo es heißt, ich schicke euch den Geist der Wahrheit und der wird euch frei machen. Das heißt, wir haben den Geist der Wahrheit schon da. Das ist der Geist der Wissenschaft. Das ist immer wieder von mir die Botschaft. Dieser Geist der Wahrheit ist der Geist der Wissenschaft. Er ist seit ein paar hundert Jahren da und jetzt durch Rudolf Steiner auch in Bezug auf die geistige Wissenschaft, auf die geistige Welt gekommen. Und dieser Geist der Wahrheit ist da und der wird uns frei machen. Und was wir sozusagen jetzt als Herausforderung haben, alle hier auf der Erde, ist, dass wir diese Dunkelmächte hier haben, die uns herausfordern sollen, in die Kraft zu kommen, nach Wahrheit zu streben und die Wahrheit wertzuschätzen und die Liebe zur Wahrheit zu entwickeln und die Lüge zu überwinden und die Manipulation zu überwinden. Das ist das, was außen geschieht. Die Lüge regiert die Welt. Und was ist die Ursache dahinter? Sind geistige Wesen. Ist sozusagen ein geistiger Kampf, der vorher nur in der geistigen Welt stattgefunden hat, jetzt mittlerweile so weit auf die Erde gekommen ist, dass wir schon aufgrund dieser Lügen so viele Kriege führen. Und jetzt sind wir in dieser Herausforderung, dass wir Menschen diese Herausforderung oder diesen Kampf, diesen Widerstreit bewusst annehmen und bewusst führen. Und darum geht es. Es geht nur darum. Und deshalb ist auch das, was ich und wir von der Akademie Zukunft Mensch machen, ist, den Menschen das versuchen nahezubringen. Leute, ihr seid geboren, um frei zu sein. Ihr seid geboren, freie Wesen zu werden, freie Menschen zu werden. Das ist eure, das ist unsere Bestimmung. Und wie werde ich frei? Nur durch die Wahrheit. Das heißt, jede Lüge, jede Manipulation, jeder Irrtum, bitte denkt darüber nach, dafür gibt es auch meine Videos und die Heimlehrgänge und das Schulungsmaterial. Denkt darüber nach, studiert das, erforscht euch selber, spürt hin, erkundet euch, wie es euch geht in Bezug auf eure innere Freiheit mit der Wahrheit und wie es euch geht mit einem Irrtum und einer Lüge. Was macht eine Lüge mit euch innerlich? Macht sie euch frei oder macht sie euch unfrei? Das ist die wichtigste, die allerwichtigste Frage für uns alle. Und nicht der Klimawandel und nicht CO2 und nicht die militärische Aufrüstung und nicht das Plastik. Das gehört alles mit dazu. Das ist schon wichtig. Aber bei all diesen Dingen, die im Äußeren sich zeigen, in den Phänomenen,
steckt überall dahinter der Kampf zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Wahrheitsgeistern und Lügengeistern. Und diese Lügengeister sind nicht irgendwo, sondern die können auf unser Denken einwirken. Sie können auf uns, auf dich, in deinem sogenannten Ätherleib, in den Denkbereichen, dort können sie hineinwirken und können dich beeinflussen, aber nur, wenn du es, wenn wir es, wenn ich es zulassen. Nur dann geht das. Und jetzt sehen wir an diesen Zeitungsartikeln und an dem, was überall geschieht, wir werden immer mehr und nicht weniger konfrontiert mit der Lüge. Und wir sind jeden Tag aufs Neue, und deshalb sind die Menschen so verzweifelt, weil diese Jugendlichen nicht nur Angst spüren, sondern Ohnmacht. Sie spüren, irgendeine Macht ist da, und sie fühlen sich der gegenüber ohnmächtig. Und jetzt wird das Ganze projiziert hinaus auf den Klimawandel. Das ist wunderbar, total geschickt, genial gemacht. Erzeuge Angst. Erzeuge das Gefühl von Ohnmacht, erzeuge das Szenario von Weltuntergang, bedrohe mit Angst und so weiter und gib gleichzeitig sozusagen den Rettungsanker Klimaschutz. Das ist so geschickt gemacht, und wir sehen, dass alle im Wesentlichen oder die meisten mitmachen. Es gibt überhaupt kein Hinterfragen mehr über den Klimawandel in der öffentlichen Meinung. Die öffentliche Meinung ist so, dass das eine Tatsache ist, und das ist eine Lüge. Der Klimawandel ist definitiv nicht wissenschaftlich bewiesen. Das heißt, es ist keine wissenschaftliche Tatsache, und es sind sich auch die Wissenschaftler überhaupt nicht einig. Die meisten, die jetzt da zuhören oder zuschauen, sind vielleicht der ähnlichen Meinung. Aber wir müssen ja vorsichtig sein mit den Urteilen. Es braucht wirklich viel Recherche dazu, um rauszufinden, es gibt ja einige Videos von mir, dass man merkt, da stimmt etwas nicht. Das ist keine wissenschaftliche Tatsache. Und deshalb wird mit einer Unwahrheit gearbeitet. Warum? Um Angst zu erzeugen und ein Heilmittel gleichzeitig zu verkaufen. Das ist wie früher der Ablass in der katholischen Kirche, um den Ablass gleichzeitig zu geben, um die Katastrophe zu verhindern. Und da haben wir jetzt natürlich jetzt ganz aktuell die CO2-Steuer. Das heißt, es ist wirklich schon so, dass der Mainstream in der Politik und die Wirtschaftsweisen, die sogenannten Weisen aus der Wirtschaft, sagen, ja, es braucht eine CO2-Steuer. Das ist nichts anderes als ein Klimaablass. Man kann wirklich sagen, und es gibt genug Leute, die das schon schön untersucht haben, es ist quasi eine Religion, eine neue, eine Klimareligion, eine quasi religiöse Bewegung, sagen die Leute, und es wird gleich der Ablass mitgeliefert. Also wir brauchen die CO2-Steuer. Wir können unser Gewissen beruhigen, wir können uns freikaufen. Also schaut euch das mal an und schaut, was da wirklich passiert. Das heißt, für mich ganz persönlich, und wie gesagt, es gibt Leute, die greifen mich da auch genug an, die sind anderer Meinung und sagen, wieso 90% der Wissenschaftler sagen, das ist doch so. Nein, es gibt keine wissenschaftlichen Fakten, wie viele Wissenschaftler dazu Ja sagen. Das sind alles Zahlen aus der Luft gegriffen. Es gibt genug Wissenschaftler, die das vehement widerstreiten und ablehnen. Das heißt, da wird mit einer PR-propagandistischen, manipulierten Unwahrheit gearbeitet, um die gesamte Menschheit zu manipulieren und über die Lüge zu führen. Und das ist geniale arimanische Arbeit. Das ist geniales arimanisches Wirken. Und ich will ein anderes Beispiel bringen, weil das eben auch im Moment ganz aktuell ist. Jetzt kommt als zweites die Impfpflicht. Jetzt kommt das bald, ja. Und ich bin gerade dabei, ich muss mich ja irgendwie mit all den Themen beschäftigen, auch ein Buch jetzt dazu zu studieren. Das heißt, die Impfillusion ist wirklich geschrieben von Fachleuten geschrieben, die eines aufzeigen. Und ich will nur diese Botschaft geben, und das soll für heute dann auch reichen. Es wird nämlich immer behauptet, man muss mit Masern durchimpfen, um die Immunität für alle zu haben. Das ist eine Unwahrheit, wissenschaftlich. Denn es wird hier propagiert, dass die Impfungen
diese Krankheiten beseitigt haben. Und das ist eine wissenschaftliche Lüge. Das ist das, was klar aufgezeigt wird in diesen Recherchen, in diesen Dokumenten. Denn man weiß eben zum Beispiel nur die eine Zahl, und das soll reichen, weil es ja jetzt die Masernpflichtimpfung geben soll. Da schreibt einer der beiden Autoren, die beide betroffen sind, beide aufgrund der persönlichen Betroffenheit, der eine, weil seine Kinder durch Impfungen krank wurden, das sind beides Engländer, eine Ärztin, die große Probleme bekommen hat als Nierenspezialistin, die festgestellt hat, dass Impfungen die Nieren schädigen. In dem Moment, wo sie das gebracht hat, war sie sofort draußen im Grunde genommen. Und jetzt kommt dieser Bericht von dem zweiten Autor, wo er sagt, ich fing an, die Informationen, die ich las, zu notieren, um aus der ganzen Sache schlau zu werden. Schließlich stieß ich auf ein Buch von Neil Miller. Darin fand ich eine Grafik, in der dargestellt wurde, dass die Zahl der Todesfälle, die durch die Masern verursacht wurden, bereits um 95% gesunken war, bevor der Impfstoff gegen Masern überhaupt eingesetzt wurde. Das konnte ich kaum glauben. Dasselbe gilt für andere, für Keuchhusten ähnlich. Es gibt ja auch Infektionen, wogegen es noch keine Impfstoffe gibt, die trotzdem zurückgegangen sind. Was hier aufgezeigt wird, ist eindeutig. Es sind genug Bilder drin über die hygienischen Zustände in England um diese Zeit. Und man sieht, das ist schlimmer gewesen als im Mittelalter. Die hygienischen Zustände waren extrem. Das heißt, alle diese Infektionskrankheiten sind entstanden durch Immunschwächen, durch das Milieu, durch die ganze soziale Umgebung. In dem Moment, wo das alles besser wurde, sind eigentlich diese Infektionskrankheiten alle zurückgegangen, ohne dass geimpft wurde. Gilt auch bei Keuchhusten. Das heißt, die Botschaft, die uns vermittelt wird, über die Impfungen sind die Krankheiten ausgerottet worden, ist eine Lüge. Und nur weil diese Leute recherchiert haben, was vorher keiner gemacht hat, sehen wir, dass mit einer Lüge gearbeitet wird. Und heute wird eine Pflichtimpfung eingeführt, aufgebaut auf einer Lüge, weil keiner mehr recherchiert und keiner mehr die wissenschaftlichen Fakten überhaupt in der Öffentlichkeit bringt. Und das ist das, wo wir sehen, dass jetzt auch in diesem Bereich ein Angriff massivster Art auf die kleinen Kinder weiterhin stattfindet, Bedrohung der Eltern und so weiter, auf der Basis einer Lüge, wobei es gleichzeitig Leute gibt, die überlegen, Kampagnen zu machen, das Masernimpfen überhaupt zu verbieten, weil es Körperschädigung ist, weil es Körperverletzung ist, weil es gegen das Grundgesetz geht und weil nachgewiesen ist, dass nicht die Impfungen Masern beseitigt hat, sondern Hygiene. Verbesserungen. Das sind eigentlich die Fakten, die Tatsachen. Das interessiert aber keinen mehr, weil im Mainstream sich ein Bild durchgesetzt hat, das auf einer Lüge aufbaut. Klimawandel, Pflichtimpfungen, Kriege im Nahen Osten, was auch immer, Erster, Zweiter Weltkrieg, Afghanistan, Irak. Alle diese Kriege aufgebaut auf Lügen. Impfpflicht, aufgebaut auf Lüge, Klimawandel, aufgebaut auf Lüge, beziehungsweise menschengemachter Klimawandel durch CO2, alles aufgebaut auf Lüge. Das heißt, die Lüge regiert, Ahriman, Satan regiert. Und das sind die Ursachen. Und jetzt ist natürlich die Lösung ziemlich simpel. Die Lösung ist natürlich völlig klar. Was wir brauchen, und das habe ich auch in anderen Vorträgen schon aufgezeigt, wir brauchen eine Bewegung, eine Kulturrevolution, die aus einer Lügenkultur eine Wahrheitskultur macht. Wir brauchen eine Bildungsbewegung. Wir brauchen Bildung auf allen Ebenen. Wir brauchen überall andere Schulen, andere Universitäten, andere Journalisten, andere Menschen, die anfangen zu sagen, ich habe verstanden, dass die Lüge regiert und die Lüge führt uns in den Untergang. Nicht der Klimawandel,
Die Lüge führt uns in den Untergang. Die Lüge führt uns in den Untergang. Das heißt, wo liegt die Rettung? In der Wahrheit. Und jetzt haben wir die große Herausforderung, dass wir eben Kräfte brauchen, eine Bewegung brauchen, Bewegungen brauchen, die das kapieren und sagen, okay, wie geht das? Was muss ich tun? Was kann ich tun, damit wir die Lüge überwinden? Ja, ich muss das Wahrheitsdenken lernen. Und was ist das Wahrheitsdenken, Leute? Das ist Wissenschaft. Wissenschaft. Das, was die dort erforscht haben, ist nichts anderes wie Wissenschaft. Ganz einfache, sachliche Wissenschaft. Heute bei der ganzen Klimathematik kann man nicht mehr sachlich diskutieren. Das geht gar nicht mehr. Beim Impfen, du kannst gar nicht sachlich diskutieren. Weil du als Mutter, wenn du dein Kind nicht impfen lässt, bereits verteufelt wirst von den anderen Eltern. Weil die alle glauben, du bist die Böse, dein Kind steckt dann die anderen an und du wirst verteufelt. Wenn du heute gegen den Klimawandel bist, dann wirst du verteufelt. Seht ihr, was da passiert? Wer steckt da drin? Er steckt überall drin, der Satan. Er steckt überall drin und schafft es, dass wir über Lügen sogar noch verteufelt werden. Merkt ihr, was da für eine Kraft läuft? Was für eine Kraft hier agiert? Die ist mächtig, die darf das auch, weil sie uns herausfordert, dass wir zwei Dinge lernen. Das eine ist, in Wahrheiten zu denken und zweitens, andere nicht zu verteufeln. Was im Moment aber passiert, durch die gesamte Polarisierung, ihr braucht bloß in die Politik schauen, da sagen die einen, du bist kein Demokrat, und in dem Moment, wo er sagt, ist er selber kein Demokrat, weil Demokratie sagt zum anderen nicht, du bist ein Nicht-Demokrat, weil wenn du demokratisch gewählt bist, bist du demokratisch gewählt, da kannst du nicht sagen, du bist kein Demokrat. Sondern die Verurteilung, du bist kein Demokrat, in dem Moment bist du nicht Demokrat, man ist aber nicht bereit, bei sich hinzuschauen. Dann sagt man, du verbreitest Hassbotschaften und man geht selber auf die Straße und schüttet Hass auf die aus, die sogenannte Hassbotschaften verbreiten. Und merkt ihr, was da passiert? Wir werden aufeinander gehetzt. Nämlich das, was Ahriman auch noch als Zielsetzung hat. Er kann nur dann unsere Welt regieren, indem er uns spaltet, indem er uns, jeder gegen jeden, aufeinander hetzt. Nämlich durch Lüge, durch Angst und durch Verteufelung. Und deshalb ist die Lösung völlig klar auf der Hand. Das ist nichts anderes als Menschwerdung. Ich schicke euch den Geist der Freiheit, nein, Entschuldigung, den Geist der Wahrheit, und der wird euch frei machen, und deine Bestimmung ist, ein Geist der Freiheit zu werden. Das heißt, die einzige Rettung für die Welt, die einzige Lösung, die wir haben, und es gibt keine andere, das ist jetzt meine direkte Botschaft für heute Abend, ist, dass wir alle lernen, Wahrheit zu denken, dass wir alle nach Wahrheit streben, dass wir die Liebe zur Wahrheit entwickeln, uns entfernen von der Lüge, dass wir lernen, Wahrheit und Irrtum und Lüge glasklar zu unterscheiden. Und das geht nur über eine innere Schulung, über eine Wahrheitsschulung. Und das ist nichts anderes wie Wissenschaft. Und da gibt es zwei, es gibt die Naturwissenschaft und die Geisteswissenschaft. Und das Dritte in der Mitte ist eigentlich die Erkenntniswissenschaft, die Erkenntnistheorie aus der Philosophie, die Wissenschaftstheorie, die lehrt uns das Wahrheitsdenken, und das können wir anwenden auf materielle Dinge in der Naturwissenschaft und auf spirituelle Dinge in der Geisteswissenschaft. Und erst wenn wir gelernt haben, unser Denken zu beherrschen und unser Fühlen übrigens auch, wenn wir wissen, was Wahrheit ist und wie wir sie erreichen, wenn wir uns so schulen, dann werden wir frei. Dann kann uns die Lüge nicht mehr, dann kann uns die Manipulation nicht mehr, dann können wir den Irrtum erkennen und dann werden wir auch sagen, nein, ich werde dich nicht verteufeln, sondern ich werde dich inspirieren, auch die Wahrheit zu finden, sachlich zu werden. Und ihr seht, was das für eine Herausforderung ist, denn es heißt, herauszutreten aus den Emotionen, die dauernd in uns geschürt werden. Dann durch clevere Bilder, durch Videobilder, wo Horrorszenarien dargestellt werden, und über diese Bilder weiß jeder Werbepsychologe, das weiß VW, das wissen sie alle, das wusste Al Gore, das wussten alle, die diesen Film gedreht haben. Über die Bilder mit den Eisbären und dem Baby auf der Scholle, da kriege ich die Menschen. Und so werden die Bilder in uns hineinprogrammiert, und nur derjenige, der sachlich in Wahrheit lernt zu denken, der wird sagen, von euch lasse ich mich nicht mehr manipulieren. Ich gehe den Weg der Wahrheit. Ich will die Liebe zur Wahrheit in mir entwickeln.
Und ich weiß jetzt, wie das geht, weil da gibt es so einen Axel Burkhardt oder andere, die sagen mir, dass da kann ich das lernen. Auf der Schule habe ich es leider nicht gelernt. Und da seht ihr schon die große Herausforderung, die wir vor uns haben. Wir müssen unser komplettes Schulsystem erneuern. Und dafür haben wir auch ein Projekt, das jetzt schon auch gestartet ist, und alle sind herzlich eingeladen, auch da mitzumachen. Sowohl beim Streben nach Wahrheit als auch unser Bildungswesen zu erneuern. Und damit haben wir die Dreiviertelstunde erreicht und damit ist meine Botschaft mal draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, lieber Axel, bevor ich Musik einspiele, möchte ich natürlich noch ein bisschen dazu sagen. Wahrheit ist Klarheit. Das ist mal ganz wichtig zu wissen. Du hast so viel jetzt über die Geschichte erzählt und vor allem eines ist nicht ganz auf den Punkt gekommen, so denke ich, sind die Medien. Die Medien sind ja irgendwann entstanden, vor ungefähr Anfang des 19. Jahrhunderts, da ist gerade der erste Strom, sage ich mal, gekommen, die Autos sind gekommen und das Radio ist gekommen. Und dann keiner wusste, dass plötzlich was aus der Box kommt. Und das Radio war geboren, dann wurde das Fernsehen geboren, erst war es schwarz-weiß und wurde kunterbunt. Ja, sie hatten plötzlich ein Werkzeug der Manipulation. Und gerade weil diese Menschen vorher sowas noch nie gekannt haben, haben sie dieses Perfide auf meinen Worten ausgenutzt und haben die Medien auch so im Griff und uns dementsprechend manipuliert. Das ist Wahrheit. Ich habe auch schon Bestätigung bekommen von sehr prominenten Menschen bis zum Vizepräsident des Europäischen Parlaments sogar. Die Medien müssen meines Erachtens ein wichtiges Werkzeug neu definiert werden. Ihr kommt gleich dran, ihr lieben Zuhörer. Noch drücken wir die Telefone weg. Ja, dann hast du das Impfen angesprochen. Kann ich noch eins dazu sagen, ganz kurz? Ja, bitte. Ja, und zwar, du hast völlig recht, es ist ein Werkzeug der Manipulation, es ist aber auch ein Werkzeug der Freiheit. Das Werkzeug selber ist neutral, nur von denjenigen, die wissen, wie manipuliert wird, die wissen, ich brauche die Macht über die Medien, dass ich sie benutzen kann für die Manipulation. Wir machen vielleicht was anderes, wir beide. Wir benutzen die Medien, Internet, hoffentlich, um Wahrheit zu verbreiten. Das heißt, für die andere Richtung. Absolut. Und es geht immer bei der Wahrheit um Erkenntnis, was du ja auch angesprochen hast, die Erkenntnis. Die Impfung, sage ich, wer überhaupt noch sagt, Dr. Johann Leubner hat auch gewarnt davor. Wir haben Impfkritik, wir haben so viele Beweise, wir haben die anerkannte Wissenschaft, Wissenschaft heißt geschlossen im Übrigen, und die freie Wissenschaft. Aber das, was alles frei ist, ist ja dann nur irgendetwas. So, und jetzt sind wir schon wieder bei der Bewertung. Wir Menschen sind Weltmeister, die Peitschen rauszuholen, du bist, und verurteilen und bewerten und tun und machen. Statt ergebnisorientiert zu denken, was bedeutet das? Wo können wir dort wieder ansetzen, um Erkenntnis umzusetzen in einer Klarheit? Ganz wichtiger Aspekt. Und ich fordere dann auf, bitte, wenn wir doch unsere Kinder alle impfen sollen, ja, dann müssen wir doch erstmal bei den Erwachsenen anfangen. Bei den Politikern, dessen Hintermänner, die sind ja alle nicht geimpft. Ist ja eine Gefahr. Ja, möchte ich mal nur so trocken hier stehen lassen. Nee, sind wir wirklich erwachsen, erwachsene Kinder in dem Moment. Und viele sind geblendet worden, verblendet worden. Und jetzt geht's um die Aufklärung, so denke ich zumindest. Ich könnte jetzt so viel erzählen, ich möchte jetzt nicht so viel erzählen, weil wir haben viele, viele Anrufer, die ja auch reinkommen möchten. Wir machen jetzt eine Musikpause, denke ich, Axel. Und dann können die ersten Telefone, und natürlich haben wir hier im Raum den Jenne noch bei uns, der Marc und auch der Henning aus Peru ist heute Abend da. Und Henning ist, glaube ich, auch heute sicherlich in der Thematik tief drin. Er ist nämlich auch ein besonderer Mensch, so denke ich. Und wir machen mal den Musikplayer frei und den ersten Song. Ich schaue mal, was wir da drauf haben. Ich bin kein guter DJ, das sollte man ruhig wissen. Jonathan Livingston haben wir als erstes drauf und wünsche viel Spaß. In 3 Minuten sind wir wieder da. Ja, und da sind wir zurück hier auf OKiTalk. Zu Gast ist Axel Burkhardt, www.akademie-zukunft-mensch.com / Ja, Axel, du hast vorhin gesagt, Wahrheit ist das Wichtige, die Klarheit, ich sehe ja Teile und herrsche. Was die Wahrheit auch ist und ein Grundübel ist, was uns in die Lösung bringt, ist unsere Erkenntnis zu erkennen, dass wir in einem geldabhängigen Geldsystem sind. Und ich sage, und das habe ich auch gestern noch gesagt, dass wenn der Mensch es versteht, wie das Geldsystem funktioniert,
dann wird es Zeit, die Erkenntnis walten zu lassen, dass wir ein sauberes Geldsystem bekommen. Wenn wir das nicht verstehen, können die Menschen, die das Geldsystem in Händen haben, weiter Teile und Herrsche betreiben. Das ist auch ein Grundding, wo ich sage, dass wir dementsprechend das wissen sollten. Und ich schalte jetzt mal den ersten Anrufer von extern rein. Das mache ich jetzt mal. Und der Anrufer kommt aus Deutschland und sagen wir mal einen guten Abend. Wie dürfen wir dich denn ansprechen? Mit Günther, hallo. Hallo Günther, dann stell du mal deine Frage oder kurz dein Statement, Anregung. Halte dich bitte kurz, weil viele Anrufer heute da sind. Ja, gerne. Also die kurze Frage lautet, mit welcher Bibel sollte man arbeiten, da es doch wahrscheinlich gefälschte oder aus dem Kontext genommene Bibeln gibt? Das würde mich sehr, sehr interessieren, mit welcher Bibel der Axel arbeitet. Ja, ich arbeite mit der normalen Bibel von Martin Luther, weil wenn man Geisteswissenschaft, Anthroposophie studiert, kann man wunderbar damit umgehen. Und die zweite ist das Neue Testament eben, fällt der Name gerade nicht ein, aber von Anthroposophen geschrieben. Emil Bock, genau. Also das Neue Testament von Emil Bock, aber ich arbeite auch immer gern mit der Übersetzung von Luther. Es geht nicht so sehr um die Manipulation. Ihr könnt der Bibel ziemlich stark vertrauen. Ihr müsst halt nur wissen, wie ihr sie richtig lest. Und das geht mit Geisteswissenschaft sehr gut. Ganz toll, hervorragend. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend. Danke dir, Gunther, und dir auch einen schönen Abend. Ja, dann kann der nächste Anrufer reinkommen. Jetzt haben wir hier den Jenne. Möchte dem Jenne mal kurz das Wort geben. Jenne, du hast die ersten 55 Minuten gehört. Hast du ein paar Worte für dich? Ja, ich finde das sehr spannend und hallo erstmal nochmal da draußen den Zuhörern und euch auch hier in der Runde. Und ja, da gibt es sehr viele Anregungen dazu. Ich habe hier schon zwei Zettel voll geschrieben und mein Büchlein vor mir liegen und spare mir das doch noch für zum Schluss auf, weil ich es gerade so im Flow eigentlich sehr spannend finde, das alles so ja, begleiten zu dürfen und sich darüber auszutauschen. Finde ich sehr, sehr spannend. Wunderbar, schön, dass du heute Abend auch bei uns bist. Die Anrufer, die vorhin so viele angerufen haben, dürfen jetzt auch anrufen. Marc Wahle ist bei uns. Marc, du hast auch eine Frage direkt am Axel Burkert. Ja, direkt, ob er auch schon erahnen konnte, dass die große Trübsal eigentlich 2012 in meiner Wahrnehmung überwunden ist. Genauso wie ein Wort 2018 in großer Wahrnehmung wieder einig anerkannt wurde. Ob ihm das geläufig ist, sonst spreche ich das gerne später nochmal an. Nein, welches Wort? Ich habe das nicht verstanden. Nein. Also ich habe Fernwahrnehmung gehabt. Ganz große Teile der Bevölkerung der Erde hat das Wort einig wieder anerkannt in 2018. Es geht also aufwärts, habe ich gehört. Ich persönlich bin so und so der Meinung, dass es aufwärts geht, ja, weil es ja immer mehr, ich sehe es jetzt auch an dem Kanal, immer mehr Menschen sich sehnen nach Antworten und sie kriegen sie hier und deshalb geht es aufwärts. Also für mich geht es so und so aufwärts, aber das heißt noch lang nicht, dass hier sozusagen Entscheidendes schon gewonnen ist, weil das einig werden heißt, wir müssen etwas tun. Also ob das jetzt Geldsystem ist, Bildungswesen, Medien, da gibt es unglaublich viel zu tun. Das heißt, ändern wird sich's nur durch die Handlung. Ja, wir müssen wirklich tun. Das ist absolut richtig. Ich habe dann aber noch ein 2019 wichtiges geschichtliches Ereignis, ist eine erste graue Weltfahne im Internet zu beschauen, auch eines Landes. Und es gibt das die Sage, dass gibt es eine graue Weltfahne für die Welt, geht diese Welt nicht mehr unter, Leute. Also wir haben das 2012 die Trübsal ziemlich überwunden, 2018 das Wort einig wieder anerkannt und 2019 die erste graue Weltfahne im Pazifik. Wir haben einen Anrufer, bitte noch um Geduld, wir begrüßen dich gleich. Ja, also wir können in bessere Zeiten schauen für die Follower, die ihr Leben da in 10 Jahren irgendwo in der Kreide sehen. Es geht weiter, Leute. Ja, danke dir, Wale. Ich weiß nicht, Axel, möchtest du was davon, weißt du was darüber? Möchtest du was dazu sagen? Nein, nicht. Kann man so stehen lassen. Alles klar, dann schaue ich mal kurz auf unseren Anrufer. Wir haben einen Anrufer aus Deutschland. Wie dürfen wir dich denn nennen? Guten Abend. Hallo, ich heiße Jan.
Ja, hallo Jan, hallo. Schön, dass du in der Sendung beim Axel Burkhardt bist. Frage, Anregung, dein Mikrofon. Ja, achso, ich kann mal eine Frage stellen. Ich bin ziemlich erstaunt. Ich hab eine Frage, die jetzt nichts mit den Themen zu tun hat. Und zwar wollte ich fragen, ob es schädlich ist für einen Verstorbenen im Jenseits der geistigen Welt, wenn ein Angehöriger Groll empfindet, der immer wieder hochkommt. Also wenn du selber oder sie selber Groll haben. Ja, genau, ja. Ob das schädlich ist. Und auch, wenn die Trauer sehr stark ist und sehr lange dauert. Es gibt doch diese Meinung, dass das schädlich ist für Verstorbene, dass die ihren Weg nicht gehen können oder so ähnlich. Ja, wichtig ist ja, das ist ja eine tiefgehende Frage für die Geisteswissenschaft. Man muss ja immer dann die Frage stellen, was heißt denn schädlich? Weil dazu brauchst du eine Klarheit, was Klaus vorhin gesagt hat, wir können das ja nicht da vertiefen, aber Klarheit heißt, man muss sich klar sein, wo denn schädlich, weil der Mensch hat verschiedene Existenzebenen und je nachdem, wo er sich befindet, kann es nur auf dieser Ebene schädlich sein. Das heißt, nach einiger Zeit bewegen sich die Verstorbenen ja nur im Astralraum. Das heißt, alle astralen Kräfte, die wir aussenden, können natürlich den Verstorbenen treffen. Und Groll ist etwas, was astral nicht unbedingt positiv ist, muss man sagen. Also es ist gut, auf jeden Fall Groll zu überwinden, auf jeden Fall. Ja, das ist also gar keine Frage. Ja. Und die Trauer ist ja wieder etwas anderes noch, ganz kurz. Weil wenn Trauer findet in uns statt. Aber wenn wir durch Trauer den Verstorbenen binden, dann ist es nicht gut. Gebt ihn frei. Wenn wir über die Trauer ihn wieder herziehen wollen, dann ist es nicht gut. Gebt ihn frei, lasst ihn gehen. Trauern für euch, aber im Grunde genommen kann man sich auch freuen, ihm geht's so und so gut. Weil trauern tun wir so und so immer nur um uns. Wenn wir da ehrlich sind, wir trauern um uns und nie um den Verstorbenen. Ja, da braucht man sich keine Sorgen zu machen, ne? Ja. Ihn freigeben, ganz wichtig, ihn freigeben. Ja. Ich hatte das so gemeint, wie Sie das eben gesagt haben, schädlich im Sinne, dass das den Verstorbenen bindet an die Erde oder so hier. Und da, so in diesem Sinne habe ich das gemeint. Ja, natürlich. Wir binden dann eventuell zu sehr, aber es ist auch für uns nicht gut. Also nicht nur für den Verstorbenen nicht. Ne? Ja. Okay, vielen Dank. Ich hatte diese Frage auch gestellt auf der Homepage. Ich wollte mal fragen, beantworten Sie die Fragen auch oder lesen Sie, was die Leute da schreiben? Oder? Ja, wir werden alle Fragen sammeln und dann per Video auf YouTube mal geschlossen beantworten. Wunderbar, dann sage ich Dankeschön. Vielen Dank auch für Ihre... Wie bitte? Ich wollte mich auch bei dir bedanken. Ja. Und dann lassen wir doch den Platz für den nächsten Anrufer. So würde ich sagen, die Elfi war vorhin hier drin, aber jetzt möchte ich den Okitokler mal reinnehmen. Der Naturdesign aus Peru ist heute Abend da. Guten Abend, Henning, du bist am Mikrofon. Ja, aber nicht mehr lange. Ich habe nur noch mal eine halbe Stunde Zeit. Hast du eine Frage am Axel Burkhardt aufgrund des Vortrages? Ja, ich habe eigentlich viele Fragen und bezüglich den Tunen, den Wandlungsprozessen, weil ich untersuche eigentlich die Wandlungsprozesse von Energie. Und Energie ist etwas, was ständig in Bewegung ist und was eigentlich die Wirklichkeit ist. Also was nichts mit Wahrheit zu tun hat, sondern was mit Wirklichkeit zu tun hat. Und Energiewandlungsprozesse gibt es nur drei Formen. Die eine Form ist Leben kreieren, die andere Form ist Leben regenerieren und die dritte Form ist Leben minimieren. Was können wir tun, worauf müssen wir achten, dass wir einfach kein Leben mehr minimieren? Und da hatte der Axel gesagt, Geschäft ist etwas Normales und Geschäft ist ein Minimieren von Lebensenergie. Hast du gesagt Geschöpf oder Geschäft? Geschäft, also der Handel mit Geld. Gut, Handel mit Geld ist ja wieder, meinst du jetzt Geldhandel oder Handel für Produkte? Weil ich komme ja nicht aus dieser Welt der Energien, weil, also ich kann dem, da müssten wir jetzt längere Diskussionen führen und die Begriffe klären, das können wir hier nicht machen. Nur also, das Leben, die Leben, also was, wann, wenn wir von Wandlung reden, das ganze Universum ist permanent in Wandlung. Der gesamte Weltenplan ist nichts anderes als ein Weltenprozess, Wandlungsprozess auf allen Ebenen. Und Wachstum heißt, wenn wir sagen,
die Knospe stirbt und die Blüte wird geboren, dann ist es ein Wandlungsprozess, wo zwar etwas gestorben ist, aber es wird gleichzeitig etwas Neues geschaffen. Es wird, das ist echte Wandlung. Und ich denke nur in solchen Begriffen. Ich kann nicht in technischen Wandlungsbegriffen denken, weil das funktioniert bei mir beim Leben nicht. Und einseitig, das ist für mich einseitig zu sagen, also Geschäft mit Geld, also der Geldhandel selbst ist schädlich. Also Geld zur Ware zu machen, das wissen wir aus der Dreigliederung, das darf nicht sein, das findet heute statt. Aber Geld selber für die Wirtschaft zu benutzen, ist ein geniales Instrument. Du musst es nur, wie die Medien, in Wahrheit benutzen und in Wirklichkeit und eben nicht manipulativ. Und unser Geldwesen ist leider krank, das muss halt gesunden. Aber Geld selber ist eine wunderbare Geschichte für mich. Ja, wenn es sauber ist, auf jeden Fall. Das war ja auch meine Erkenntnis, wir dürfen es erkennen, dass wir ein sauberes Geldsystem haben. Dankeschön, Henning aus Peru. Und wir haben hier die Elfi im Raum. Und ich begrüße mal die Elfi. Guten Abend. Ja, seid gegrüßt, ihr Lieben. Aber ich habe jetzt schon wieder meinen Kopf leer. Aber zum Geld kann ich nur sagen, es ist als Tauschmittel ganz gut, ne? Dafür kann man es benutzen. Und was auch noch eine Erkenntnis sein sollte, eine ganz wichtige, die habe ich zwar schon hier reingeschrieben, aber ich würde es gerne nochmal nach draußen tragen wollen, dass sich jeder selbst erkennen muss und erkennen, was er eben wirklich ist. Und für mich war eine gute Erkenntnis, festzustellen, dass ich eben nie der Mensch bin oder diese menschliche Hülle, sondern dass ich diese Hülle nur benutze, dass ich das eben nie bin, sondern ich benutze das Ding jetzt nur. Und da sind ganz viele Sachen für mich sehr viel einfacher geworden, als ich diese Erkenntnis gewonnen habe. Super. Ja, super, Axel, das stimmt. Ja, Erkenntnis ist der Schlüsselpunkt. Und wenn ein sauberes Geldsystem da ist, sind wir am Tauschen. Was haben die indigenen Völker früher gemacht? Was haben die Indianer gemacht? Ne, da darf man ruhig mal drüber reden. Was heißt denn überhaupt natürliches Leben? Was wir tun, ist eine Illusion. Da spielt die Zeit eine Rolle. Wir sind schnell in der Verurteilung, sozusagen, der ist rechts, der ist links, der ist gelb, grün oder was auch immer. Und das hält uns in unseren Entwicklungsprozessen auf, statt ergebnisorientiert zu denken. Axel, siehst du das ähnlich? Ja, die Frage, was du unter ergebnisorientiert verstehst, ich sage, wahrheitsorientiert ist mir lieber. Ja, weil wahrheitsorientiert heißt immer, ich will die Wirklichkeit erkennen, so wie vorhin es hieß, mich selbst erkennen. Ja, wenn ich wenn ich pauschal erstmal in einem Vorurteil bin, dann verliere ich da natürlich Zeit und Kraft. Deshalb ist es gut, wenn wir lernen, Vorurteile mehr und mehr bleiben zu lassen, dann können wir auch, wie du sagst, ergebnisorientierter denken. Ja, ergebnisorientiert denken heißt, was ist jetzt Fakt? Eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht, ganz egal. Ja, und dann fühlen wir uns oft gekränkt. Es hat ja einen Grund, warum das jetzt passiert ist. Und das soll ja nicht wieder passieren. Und dann kommt man mit der Substanz, was da passiert ist, kann man ja wieder neu schöpfen, sich neu orientieren. So meine ich das natürlich auf der Wahrheit bezogen, ganz klar. Das wäre vielleicht lernorientiert, ne? Das Ergebnis ist ein Lernen. Richtig. Und jetzt sehe ich, der Franz Josef aus Graz ist bei uns und denen geben wir jetzt das Mikrofon. Guten Abend. Franz Josef? Da läuft noch, da läuft noch Player oder was, Klaus? Bei dir zu Hause? Ja, das mag sein. Gut, dann schauen wir, dass deine Technik herbekommt. Wer war der Jenne? Jenne, bitte. Danke. Und sagtest vorhin mit der Bibel, ja, dass da ja eigentlich so ziemlich die Geschichte drin steht und dass man die ja bedacht lesen sollte. Und da wollte ich doch nochmal einhaken. Und zwar habe ich das so bei mir empfunden, also als zeitlich und chronologisch einmal, also diesen Bibelcode quasi, den man kennt, auch aus den Medien und Filme. Und man kann diesen Bibelcode ansetzen, also das ist dann die 4. Und dann ist das einmal zeitlich, einmal chronologisch, was man sich hinlegt, rechts und links, und dann geschichtlich und Bedeutung sich hinlegt. Und dann kann man diese Würfel immer wieder drehen und wundert sich auf einmal, dass die Geschichten, die man geteilt hat und sortiert hat dann chronologisch, wie das denn auf einmal doch passt, was da drin steht. Na gut. Danke.
Danke dir, Jenne, für den Einbringer. Und jetzt schauen wir mal, ob der Franz Josef aus Graz startklar ist. Guten Abend, Franz Josef. Guten Abend in die Runde. Ja, mir gefällt es sehr gut, was du da erzählst mit der Lüge als sehr ursprüngliche Basis, die notwendig ist, damit die Dinge in die verkehrte Richtung laufen. Die die 9-11-Jahrhundertlüge, die hast du schon erwähnt. Ich möchte da an die neuesten Entwicklungen anschließen, nämlich an das Lügenkonstrukt, das Google im Augenblick gerade aufbaut. Die haben also bekannt gegeben, dass sie verhindern werden mit allen Mitteln, dass Trump 2020 die Wahlen gewinnt. Sie werden das folgendermaßen machen, dass sie über Trump nur schmutzige Berichte bringen. Die müssen auch nicht stimmen, sie müssen nur hochgerankt sein, weil die Menschen vergessen das eh wieder. Und über den Gegenkandidaten, da scheinen sie so also die Michelle Obama aufzubauen, den nur mit Zuckerguss zu überdiesen. Und das, sagt Google, ist genug, dass sie die öffentliche Meinung, ich glaube 20% der Wählerstimmen verschieben können. Ja, es ist ja auch die Frage auch, was die Trump-Seite macht, ob die vielleicht nicht dasselbe machen. Ne? Richtig, ja, aber die offizielle Erklärung von Google, und die sind ja gegen Trump, weil der ja den, wer das da mit den Globalisten nicht so gerne hat, ne? Das ist aber eine eintätige politische Neigung, die da zum Ausdruck kommt. Und das hebelt ja dann im Grunde genommen die Demokratie endgültig und vollkommen aus. Naja, die Frage ist, was ist Demokratie? Weil wenn der Wähler frei ist, dann lässt er sich davon nicht beeinflussen. Wenn er nicht frei ist, ist die Frage, ist es eine Demokratie? Ich persönlich glaube, dass Demokratie nicht vom System abhängt, sondern von den Menschen, dass er frei ist. Und dann lässt er sich nicht von Manipulationen beeinflussen. Wie viel Prozent schätzen du, dass sie im Augenblick frei sind? 0,001. Ich zähle mich auch nicht dazu, weil Freiheit etwas ist, das kann man nicht permanent haben. Das ist ein Prozess, das ist ein Lernprozess, wo du merkst, wie schwierig es ist, wirklich frei zu sein bei einzelnen Entscheidungen. Und das musst du üben und lernen. Wir sind alle im Prozess, immer freier zu werden. Wir hätten die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt frei zu sein, aber dann musst du zu jedem Zeitpunkt voll bewusst sein. Und das entwickeln wir gerade erst. So, wir sind alle miteinander, auch Trump und Google, alle wie sie heißen. Wir sind alle positiv auf dem Weg zur Entwicklung in die Freiheit. Und wir alle sind gerade am Anfang, uns Freiheit wirklich erstmal zu erobern. Das liegt wirklich an uns, nicht am System. Ne? Ja, auf alle Fälle. Und was ist dein Vorschlag, was wir, sagen wir, gruppenmäßig machen können, um das zu stärken? Also wir haben ja eine klare Strategie. Also wenn ihr da auf Jungle reinschaut, es ist eine ganz klare Strategie, nämlich wir sind dabei, Wissen systematisch in die Menschheit zu bringen über solche Studiengruppen. Und die Studiengruppen haben Inhalte, die Inhalte sind da, das ist Studienmaterial. Und das ist jetzt von uns ein klares Angebot und eine Strategie, systematisch Wahrheitsschulung zunächst in diesen Gruppen zu betreiben und langfristig zu versuchen, das in die Gesellschaft zu bringen, dass andere das dann auch übernehmen, ja, in Schulen, Universitäten und so weiter. Das ist die klare Strategie und das ist unser Weg, den wir jetzt so gehen seit einer Woche. Gibt es eine Webseite? Ja, das ist wieder auf meiner Akademie, da findest du den Punkt Netzwerk Mensch oder jungelo.de, da ist alles beschrieben. Ja, Franz, noch weiter? Danke. Bitte. Danke dir. Ja, Axel, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gehe. Der Hans Gruber ist bei uns auch im Raum und sagen wir mal einen guten Abend. Hans, deine Frage, Anregung. Ja, hallo zusammen und Herr Burkhardt. Ich bin mit allem voll und ganz einverstanden, was Sie sagen. Nur in der Wahrnehmung der Wurzeln des Problems würde ich mich vielleicht ein bisschen unterscheiden. Aber kurz noch zum Problem. Also wir sind uns einig, Klimawandel durch CO2, den gibt es nicht. Aber es gibt natürlich das Problem der wachsenden Wetterextreme und so weiter.
Und da gibt es eine ganze Reihe von Anti-Geoengineering-Experten, die auch zeigen, dass diese Extreme künstlich fabriziert sind durch Geoengineering. Und das Geoengineering ist noch an einer Reihe von weiteren Dingen ursächlich beteiligt, ob das jetzt Insekten sterben und so weiter ist. So, da wird also künstlich ein Problem geschaffen, das dann auf den Sündenbock Klimawandel durch CO2 geschoben wird, obwohl es in Wirklichkeit fabriziert ist. Problem. Und dann gibt es die Reaktion. Das ist die zunehmende Angst der Menschen, die zunehmende Verunsicherung, ja, das Wünschen und das Hoffen auf Lösungen. Und im dritten Schritt das Angebot der Lösung. Und das sind dann die Einführung von zunehmenden Regulierungen und zunehmend zentralisierten Regierungsgewalten und so weiter. Problem, Reaktion, Lösung. Und die Wurzel des Ganzen sind Psychopathen an der Macht. Und hast du denn zum Thema eine Frage zum heutigen Vortrag? Das ist uns wichtig. Ja, meine Wahrnehmung zu den Wurzeln sind die Psychopathen an der Macht. Da gibt es ja auch große Forschungen dazu. Professor Andrei Lobachevsky zum Beispiel. Und da würde mich Ihre Haltung dazu interessieren. Also zu dieser anderen Wahrnehmung. Also jetzt nicht arimanische gegen göttliche Kräfte, sondern schlicht und einfach die Wurzel des Problems Psychopathen an der Macht. Ja, die Frage ist ja erstens, warum kommen Psychopathen an die Macht? Die kommen ja nicht einfach so an die Macht. Das heißt, das Problem liegt nicht bei den Psychopathen, sondern die Frage ist, durch welche Mittel kommen die an die Macht? Und da sehe ich schon, und alles, was Sie vorhin beschrieben haben, oder was du vorhin beschrieben hast, das ist ja alles eine wunderbare Beschreibung der Genialität Arimans. Entschuldigung, das ist geniale arimanische Strategie und Macht, das in dieser Art und Weise in die Welt zu bringen. Das ist eine gewaltige Macht. Und deshalb ist auch bei den Psychopathen letztens ja die Frage, was heißt denn Psychopath zu sein? Welche Kraft wirkt denn dahinter? Ja, das sind nun mal arimanische oder wir sagen sogar antichristliche oder soratische Kräfte. Es ist nicht jemand einfach Psychopath, ohne dass dahinter eine geistige Macht steht. Das gibt's eben nicht aus der Geisteswissenschaft. Deshalb ist immer auch etwas Wesenhaftes dahinter. Und deshalb die Frage, wer hat, wenn es so ist, die Psychopathen an die Macht gebracht und wer steuert die? Ja, das ist ja eigentlich dann die Frage, ne? Dass es solche an der Macht gibt. Da, ich kenne das Thema, da gibt's ja gar nichts dazu zu sagen. Aber die Frage ist immer, warum das geschieht. Aus der Geisteswissenschaft versuchen wir immer einen ganzheitlichen Blick zu bekommen und nicht nur einseitig auf ein Thema, die Psychopathen, sondern was gehört alles drumherum. Und deshalb waren das die Fragen, die müssten dazu geklärt werden. Aber es steckt immer, immer geistige Wesenskraft dahinter. Danke dir, Hans. Wir gehen weiter. Elfi war das oder Franz Josef? Wer hat da geflackert? Elfi, bitte. Ja, ich würde auch denken, da sind wir wieder an dem Ursprung, was ich schon seit Wochen oder Monaten predige. Erkenne dich selbst. Erst wenn ich mich wirklich selbst erkannt habe, dann weiß ich, wer hier unterwegs ist. Und dann reg ich mich nicht mehr über irgendwelche Figuren auf, die ich eigentlich selber dahin projiziert habe. Weil ich eben zum Beispiel wählen gegangen bin. Ne? Da habe ich halt irgendwelche Kreuzeln gemacht und habe dann mein Einverständnis gegeben. Die Klarheit muss im Kopf sein, was bin ich und was ist mir gegenüber. Und dann stelle ich irgendwann fest, dass das alles hier ein riesengroßes Schauspiel ist, was hier stattfindet. Und jetzt fällt mir das Wort, Psychopathen, die du bezeichnest, Hans, das sind von uns, wir haben das entschieden, dass die da sind. Und wir haben die Macht zu sagen, ihr geht jetzt wieder. Aber das müssen wir erkennen. Und vorher müssen wir uns selbst erkennen und feststellen, dass wir die Kraft dazu haben, die einfach wieder in die Wüste zu schicken. Ja, das kann man auch Aufwachprozess, denke ich, nennen, Axel. Nur das gehört dazu zu entwickeln. Ja, ja. Ja, ich meine, das genau die Seaton, das erkenne dich selbst, ist die Lösung. Klar, das ist Erkenntnis. Es ist nicht so einfach, aber das ist ein wunderbarer, das ist der Schritt überhaupt, völlig klar.
Ja, weitere Fragen, liebe Zuhörer, ihr dürft anrufen. Die erste Stunde habt ihr so fleißig telefoniert. Wir wollen ja auch von euch gerne eure Stimmen hören. Und ich gebe gleich das Mikrofon zum Henning nochmal nach Peru rüber. Einfach anrufen hier auf OKITALK Telefonnummer 0043, das Festnetztelefon 720-518-19 und die 7 findet ihr auch unter der Rubrik Sendungen, die Nummer. Und jetzt nochmal Henning, bitte. Ja, zu den Prozessen möchte ich noch was sagen. Es ist ja auch so, dass wir Wandlungsprozesse leben, also die ich auch schon genannt hatte, dass wir Wächter des Lebens werden, also des eigenen Lebens werden. Es ist nicht wichtig, was im Außen passiert, sondern was ich selber mache. Ob ich mein Wasser sauber mache, wenn ich es schmutzig mache. Und auch dieses Umweltproblem CO2. Wir hatten ja auch mal auf Radio OKITALK, ist schon etwas länger her, eine Sendung über mit einer Meeresbiologin, dass also Sauerstoff nicht nur von den Bäumen, von den Pflanzen kommt und die Pflanzen auch CO2 brauchen, das ist deren Nahrung, sondern auch im Meer diese Prozesse stattfinden. Also Wandlungsprozesse, wo CO2 gebunden wird im Wasser und auch Wandlungsprozesse, wo durch Mikroorganismen Sauerstoff im Meer entsteht. Und dass also quasi das Meer unsere zweite Lunge ist zu dem, was die Pflanzen hergeben. Und diese Wandlungsprozesse, wenn ich Wächter des Lebens werde, dass ich immer darauf achte, dass ich einen Wandlungsprozess, egal was ich tue, immer darauf achte, dass das entweder Leben kreiere oder Leben regeneriere, dann bin ich einen großen Schritt weiter, um mich selbst darzustellen und auch meinem Umwelt selber Einfluss zu nehmen. Ich brauche auf große Politiker gar nicht zu hören oder zu reagieren, weil die können mir eigentlich gar nichts tun, weil ich habe als Mensch kein Recht, irgendjemand etwas vorzuschreiben oder zu verbieten. Und Gleiches sage ich dann auch immer zu demjenigen, der mir was vorschreiben oder verbieten will. Darf ich darauf antworten? Viktor Schauberger sagt, die Welt, also die Natur kapieren und kopieren. Ja, und da sind wir wieder in die Natürlichkeit, wo wir hereinkommen. Und das ist ein Prozess wie natürliches Leben, sprich frei lernen. Wie gehen wir mit uns, mit Jung und Alt um? Und das ist unsere Eigenverantwortlichkeit wieder zu erkennen, Axel, oder? Ja, ich würde nur gern was ergänzen, weil wenn wir sagen, die Welt, die Natur beobachten und kopieren, von der Geisteswissenschaft halt wissen wir, es gibt noch eine zweite Welt und das ist die geistige Welt. Und wenn wir nicht die geistige Welt beobachten und kopieren oder lernen aus ihnen, dann fehlt uns das Entscheidende. Ich höre immer nur Natur, Natur, Natur und das ist alles Materie. Das ist ein Ausdruck geistig Wesenhaften. Aber die geistige Welt selber zu studieren und zu sagen, was lerne ich und was kopiere ich aus der geistigen Welt, das ist ja der alte Hermes, der sagt, so wie hüben, so drüben, so wie oben, so unten. Wir müssen schon in die geistige Welt schauen, weil sonst bleiben wir in einem Materialismus auch, selbst wenn wir nur natürlich denken, dann denken wir in materiellen Prozessen. Und materielle Prozesse sind nur Ausdruck von geistigen Prozessen. Und was ja Geisteswissenschaft macht, ist geistige Gesetze, geistige Prozesse, geistige Wesenheiten zu studieren, um daraus für den Alltag was umzusetzen. Also nicht nur die Natur, sondern auch den Geist. Wenn das fehlt, fehlt uns was Entscheidendes. Das hast du sehr schön gesagt. Wir hatten gestern eine Sendung, da ging es um den Schmerz. Das war der Solivot der Stefan Becker. Und nach einer Musikpause musste ich doch meinen Spruch mal wieder loslassen. Ja, es ging um das Thema Schmerz. Und was muss die Erde für Schmerzen haben? Stellen wir uns doch mal vor, ne, unsere Außenhaut fühlt sich auch nicht wohl, wenn wir einen Pickel haben, wenn wir Schuppenflechte haben. Ja, und jetzt schaut mal auf unsere Erde, die Außenhaut, was wir denn als Mensch, Spezies Mensch bisher gemacht und haben. So, und das Gleiche ist dann unsere Haut. Einfach nur mal das zu verstehen, da geht es um Bewusstwerden. Und unter der Haut verbirgt sich auch was. Das ist der Weg in uns herein, die Spiritualität. Wie nehme ich mich selber wahr? Axel, ich denke, du verstehst, was ich damit ausdrücken möchte. Ja, soll ich da was dazu sagen oder nach der Musik? Gerne. Ich habe heute gerade, ich habe ja jetzt auch 2 Tage Seminar schon hinter mir und
habe jetzt auch heute gerade beim Thema Liebe, das war heute das Thema, die Liebe zur Erde. Das ist die Frage, was du gerade ansprichst, die Haut der Erde. Jetzt geht doch mal zurück, 1000 Jahre, 2000, 5000, 10.000 Jahre. Wir haben eine Eiszeit gehabt. Jetzt ist die Frage, wer hat die Eiszeit produziert? Wer hat den Klimawandel in der Vergangenheit produziert? Wer hat im Mittelalter eine Eiszeit produziert? Wer hat Vulkanausbrüche produziert? Was passiert mit der Außenhaut der Erde bei einem Vulkanausbruch? Ist es da die Erde, die sich selber verletzt? Also wir müssen schon schauen, dass wir die Frage nicht kindlich stellen, was ist die Außenhaut der Erde, sondern wirklich Mut der Natur und die Natur und die Erde verstehen als ein lebendiges Wesen, das ja permanent seine Außenhaut verändert hat. Ich meine, früher gab es fast nur Vulkane, dann ist es fester geworden. Wir wissen, dass die Erde wieder irgendwann als Feuerplanet wieder sich verwandeln wird. Das wird die Erde selber tun. Also wir müssen schon vorsichtig sein, dass wir nicht naive Vorstellungen haben über die Erde, sondern da auch wirklichkeitsgemäß denken und schauen, was ist die Erde denn wirklich? Und wenn wir von Haut sprechen, die Frage, wie sehr können wir der Erde wehtun? Da müssten wir wirklich in Kontakt treten mit Mutter Erde. Vielleicht schmunzelt sie darüber, über das, was wir da so denken, und sagt, Leute, ich mache ganz andere Dinge mit mir. Ne? Also vielleicht sollten wir da ein bisschen anders denken über Mutter Erde und erstmal versuchen herauszufinden, sie auch zu erkennen, was sie wirklich ist. Absolut richtig. Wir sind aus der Mutter Erde entstanden. Die Energie, wie sie da in uns gekommen ist, das ist die Spiritualität, so sage ich mittlerweile, denke ich zumindest. Aber wir sind aus Fleisch und Blut und diese Materie, die Mutter Erde uns zur Verfügung gestellt hat, wie Wasser, Licht und so weiter. Und da ist ja die Grenze. Wo ist die 3D-Welt und wo ist eine 4-5D zu sehen und wo fängt Spiritualität an und wo nicht? Also, ja, da kann ich was kurz dazu sagen, weil ja. Auch da einen kleinen Einspruch oder Widerspruch, nein, wir sind nicht aus Mutter Erde entstanden. Unser Terranautenanzug ist aus Mutter Erde entstanden. Aber das ist wichtig, weil sonst sind wir wieder dabei, dass wir uns mit dem Körper identifizieren. Den wunderbaren Körper, damit wir uns hier inkarnieren können, den haben wir Mutter Erde zu verdanken. Aber der Geist, mit dem wir uns inkarnieren, der kommt ja nicht aus der Erde. Richtig, das ist die Energie, der Geist, die Seele, wie auch immer man das dann betitelt, sehe ich auch so. Gut. Elfi, eine Frage noch und dann gibt's Musik. Ja, ich denke, es sollte nochmal vielleicht vom Axel diese Trinität erklärt werden, weil genau das ist nämlich der Punkt. Ne? Ich war auch an dem Punkt und habe festgestellt, ja, nee, ich bin ja gar nicht die Person, ich bin ein Mensch. Dann habe ich das Video die geheime Sprache der Bäume gesehen und habe festgestellt, dass ich ein Teil der Natur bin oder dass ich so ähnlich wie die Natur bin. Aber später habe ich dann festgestellt, dass nicht ich das bin, sondern dass das mein menschlicher Körper ist. Ne? Und die Trinität, Mensch, menschlicher Körper, Geist und Seele, das funktioniert ja nur zusammen. Und vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären, ganz kurz, Axel, für andere. Weil ich kann es nicht. Ja, wenn wir von der Trinität sprechen, meine ich ja nicht Körper, Geist und Seele, das ist eine Form von Trinität, sondern von der Trinität, ich meine, die Inder nennen es Brahma, Vishnu, Shiva. Und die Totalität dann Brahman, Brahman. Wir reden von Vater, Sohn, Heiligen Geist im christlichen Zusammenhang. In der Geisteswissenschaft sprechen wir da von der Trinität. Und die Trinität ist immer eine Dreieinigkeit, eine Dreifaltigkeit. Für mich ist die Trinität das eine Wesen, das in sich eine Dreiheit ist, eine in sich gegliederte Dreiheit mit drei verschiedenen, ich möchte nicht sagen Teilen, man könnte sogar sagen vielleicht Personen, aber im Grunde genommen drei verschiedenen Entitäten. Das ist diese Trinität immer und die zeigt sich auf allen Ebenen, in Körper, Seele, Geist, in Denken, Fühlen, Wollen und so weiter. Das ist das Prinzip, was sich durch die ganze Schöpfung zieht, dass alles immer Einheit ist. Es gibt zunächst nur die Einheit. Aber in der Einheit entsteht eine Trinität, eine Dreiheit. Das ist die Dreifaltigkeit. Und da ist die ganze Schöpfung davon durchzogen. Ja, danke schön. Und jetzt nehmen wir doch noch einen Anrufer rein, weil sonst kommen sie gleich wieder in der Musikpause. Und wen haben wir denn da am Hörer? Den Namen kurz. Bin ich gemeint?
Ja, du bist gemeint. Du bist übers Festnetz aus Deutschland zugeschaltet. Wie dürfen wir dich nennen? Ja, natürlich. Ja, genau. Wie war dein Name? Michael? Nein, Milosch. Milosch. Guten Abend, Milosch, auch für dich. Axel Burkhardt, kannst du ein bisschen näher an den Hörer vielleicht gehen? Ich schaue eine andere Position einzunehmen. Ist es jetzt besser? Ja, ist besser. Deine Frage, Anregung, bitte. Mir geht es in erster Punkt Entwicklung von eigener Medienfachkompetenz und nicht sich nicht informiert werden, sondern sich informieren, ja. Das heißt, eigene Medienfachkompetenz entwickeln bzw. entfalten. Und der zweite Punkt ist, möchte ich etwas zu Chemtrail sagen, und zwar, man sollte, ich wünsche mir, dass jeder zum Beispiel ein täglich zumindest ein paar Minuten Richtung Himmel seinen Blick wirft. Ich wohne hier an der Schweizer Grenze, das ist eine Katastrophe. Das ist nur Sprühen, nur Sprühen. Das Volk wurde Jahrzehnte belogen und betrogen und wegmanipuliert, um mit dem angekündigten Klimawandel und das, was eigentlich tatsächlich passiert, ich bringe nur zwei Wörter in Diskussion, ist in Chemtrails bzw. Harz. Das Wetter ist eindeutig manipuliert, erzeugt, so wie die USA es brauchen. Nicht anders, kein bisschen weniger. Ja, das kann gut sein. Dann kann ich aber auch sagen, warum haben auch die USA so viele Unwetter? Naja, gut, ne? Alles hat sicherlich einen Lobbyismus dahinter. HAARP ist bekannt, die Chemtrails sind bekannt, Geoengineering, das ganze Programm, Impfen. Es gibt so viele Programme, die dürfen wir jetzt alle erkennen. Und Axel, nach der Musikpause, danke erstmal, lieber Anrufer. Du kannst die Leitung dann freimachen, auch gerne für jemand anders noch, nicht böse sein, aber vielleicht wollen noch einige was sagen. Axel, wie sieht die Lösung aus? Wir haben so viele Probleme letztendlich. Wir wissen, dass wir in die natürliche Lernen möglicherweise reingehen sollen, anders lernen zumindest, wie wir bis heute gelernt haben. Wie gehen wir mit den ganzen Strukturen um? Und vielleicht hast du nachher noch im letzten Drittel so dieser Sendung bis 22 Uhr noch dementsprechend einen guten Tipp für uns. Und jetzt würde ich sagen, machen wir Musik hier vom Plattenteller. Und da haben wir ohne Hieb Lady in Black. Ja, warum sage ich nicht Lady in Black? Ja, ich bin nicht ein guter DJ. Verzeih mir. Uriah Heep, ja. Danke. Ja, ihr seid spitze, dass ihr mir immer unter die Arme greift. Musik ab, bis gleich. Ja, und da sind wir wieder zurück und mit Axel Burkhardt in eigener Sache hier auf OKITALK. Morgen ist unser Programm natürlich auch wieder aufgelegt, mal auf der Rubrik Sendungen. Ein volles Programm mit sehr spannende Themen. Morgen haben wir den Andreas Unterberger von der Gaudi da aus der Steiermark. Da heißt es monotomisches Gold und morgen ab 20 Uhr hier. Ja, Axel, wir haben einen Anrufer bei uns in der Leitung, den begrüßen wir auch gleich als erstes, weil es geht ja auch um die Finanzen bei den Herren da oben oder die Damen, kostet alles Geld, den nehmen wir als erstes dran. Wir haben hier in der Runde dann noch den Franz Reutinger bekommen und auch der Bernhard Wimmer ist da, die bekommen nachher das Mikrofon auch. Spiritualität, Axel, wurde immer bekämpft. Immer wieder. Und es ist auch ein Dorn heute in den Augen. Die spirituellen Berufe möchte man immer weiter unter die Hand halten. Lösungen. Die 3D-Welt, die Spiritualität gehört immer schon dazu. Ich bin gespannt auf deine Aussage. Spiritualität ist nicht immer bekämpft worden, sondern Spiritualität wird vor allen Dingen im jetzigen materialistischen Zeitalter bekämpft und vor allem bekämpft, richtig bekämpft seit dem 19. Jahrhundert, weil vorher war ja eigentlich Spiritualität zu Ende. Es gab ja Spiritualität bis zum 15. Jahrhundert und dann war die im Grunde genommen weg. Ja, wir haben ja bis zum 15. Jahrhundert eine natürliche Spiritualität gehabt. Die ist eigentlich nicht bekämpft worden. Das sehe ich eigentlich nicht. Früher, Spiritualität war früher etwas Normales für die Menschen. Der Kampf gegen die Spiritualität kommt eigentlich erst mit den ahrimanischen Wesenheiten so richtig ab dem 20. Jahrhundert, weil jetzt ab dem 20. Jahrhundert Spiritualität wieder kommt, gerade durch Rudolf Steiner, kommt ja die wahre Spiritualität, also die wissenschaftliche Spiritualität kommt auf die Erde. Und die muss von den Widersachermächten bekämpft werden, denn die Spiritualität ist ja das, was sozusagen die Widersacherkräfte überwindet. Das ist jetzt das, womit wir es zu tun haben. Und das ist jetzt wiederum die Herausforderung,
in eine eigene Kraft zu kommen. In der stehen wir drin, in der Herausforderung. Aber es ist gut, dass sie da ist, die Herausforderung, und dass wir da Klarheit und Wahrheit bekommen. Danke für deine Antwort. Und jetzt gehen wir zu unserem Anrufer. Er ist aus Österreich, soweit ich sehe, aus Wien, und sagt einen guten Abend. Wie dürfen wir dich denn nennen? Ja, mein Name ist Bernd. Guten Abend, Bernd. Das Mikrofon für dich. Eine Frage oder auch Anregung, bitte. Ja. Was sind Dimensionen und wie kann man die unterschiedlichsten Ebenen des Seins und ihre Frequenzen überhaupt erkennen? Das sind Fragen, es ist immer wieder spannend. Ich merke es an vielen dieser Fragen. Wir bewegen uns mit diesen Fragen in Weltbildern, die für mich nicht spirituell sind. Es gibt für mich in der geistigen Welt keine Frequenzen, gibt es nicht. Frequenzen gibt es eigentlich nur in der physischen Welt und in der sogenannten unterphysischen Welt und bis hinein in die vielleicht ätherische Welt, aber darüber hinaus in der astralischen Welt gibt es keine Frequenzen mehr für mich. Das ist Materialismus, der übertragen wird auf die geistige Welt. Und das ist genau das, was Ahriman macht, wenn ihr die gesamte esoterische Literatur anschaut. Und das fing schon an mit Fintorn. Ich habe das alles gelesen. Schaut die ersten Channeling-Bücher an über Fintorn. Ihr findet überall versteckten Materialismus, wo diese Wesenheit Ahriman uns immer einreden will, die geistige Welt hat auch Frequenzen, die geistige Welt hat auch Energien, die geistige Welt hat Schwingungen. Nein, die geistige Welt hat nur Wesenheiten. Und das ist Geisteswissenschaft. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, versucht zu verstehen, dass das gesamte Wissen, also das meiste, was heute kommt in der esoterischen, spirituellen Szene, ist stark materialistisch angehaucht, und das ist immer der Versuch, euch etwas einzureden, dass die geistige Welt technisch ist. Und das ist sie nicht. Das ist das Bestreben von Ahriman. Also macht euch da vielleicht schlau, versucht zu verstehen, was Anthroposophie wirklich ist. Das Wissen von den geistigen Wesen, nicht von den Frequenzen. Du musst in der geistigen Welt die Wesenheiten unterscheiden lernen, nicht die Frequenzen. Hier unten in der materiellen Welt sind es die Frequenzen, aber drüben sind es Wesenheiten. Dankeschön, Bernd. Ich hoffe, du bist damit zufrieden. Er ist schon aus der Leitung raus. Dankeschön, dir einen schönen Abend und schön, dass du auf OKTalk heute Gast warst. Und jetzt gehen wir zum Bernhard Wimmer rüber und dann der Franz Reutinger. Bernhard Wimmer, bitte, guten Abend. Ist nicht zu hören, Bernhard? Doch, da. Doch, hallo, grüß dich. Klaus, grüß dich. Axel. Könnt ihr mich hören? Ja, versucht knackig kurz zu sein. Wir haben noch einige Redner da und eine Frage, Anregung. Bernhard, das wäre schön. Axel, du sprachst vom Geist der Wahrheit, der Geist der Wissenschaft ist. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem elektrischen Universum, mit der Plasmaphysik und mit der Tatsache, dass der Big Bang und dass die Relativitätstheorie uns in ein Universum der Dunkelheit hineingebracht hat, in der Wahrnehmung, weil das Universum der Dunkelheit ist das Universum der dunklen Materie von 96%, die aber im elektrischen Universum vollständig irrelevant ist, weil es sind Plasmastränge und das Ganze ist ein Universum des Lichtes. Und das sind die Themen, die mich gerade beschäftigen. Und ich suche natürlich, und deswegen, mir hat es sehr gut gefallen, wie du sagtest, dass der Geist der Wahrheit ist der Geist der Wissenschaft. Die Frage ist nur, welche Wissenschaft? Gut, das Erste ist jede Wissenschaft, weil der Geist der Wissenschaft ist der Geist der Methodik der Wissenschaft. Ich rede nicht von Naturwissenschaft, sondern die Wissenschaft ist eine Methodik. Das ist das, was ich versuche immer aus der Wissenschaftstheorie, Erkenntnistheorien, auch in meinem Heimlehrgang, Freiheit ist es überall oder in meinem Buch, es gibt ein Buch von mir mit einem Satz, das Leben ändern, da ist das alles sauber beschrieben. Der Geist der Wahrheit ist eine Methodik, Wissen zu gewinnen, Wahrheit zu gewinnen, und diese Methodik, die wird angewendet in der Naturwissenschaft, in der Geisteswissenschaft, in der Philosophie. Das ist die Anwendung des Geistes der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit ist die Kraft und Fähigkeit in uns, Wahrheit selber zu schaffen, selber zu prüfen.
Das ist der Geist der Wahrheit. Und der wirkt in der Naturwissenschaft, deshalb funktioniert die Physik, und er wirkt in der Geisteswissenschaft, deshalb funktioniert die Waldorfpädagogik, weil das, oder Demeter Landbau, weil das ist der Geist der Wahrheit aus dem Geistigen heraus angewendet auf die Landwirtschaft. Das ist der Geist der Wahrheit. Dankeschön, Axel, für die Ausführung. Danke, Bernhard. Ganz ruhig im Raum bleiben hier. Wir gehen weiter zum Franz Reutinger und sagen guten Abend, Franz Reutinger. Ja, hallo in die Runde, hallo Klaus, hallo Axel. Axel, ich möchte dir danken für die wunderbare Arbeit und die interessanten Videos und deine Erläuterungen aus deiner Sicht von der geistigen Welt und auch den Übergang von der geistigen Welt in die polare Welt. Es ist einfach eine super Arbeit zur Orientierung. Interessanterweise nur von meiner Seite her, in den 70er Jahren, 80er Jahren hatte ich geglaubt durch die Esoterik, dass wir 2000 in einer wahrheitsähnlicheren Welt wären. Aber tatsächlich ist es so, dass das Universum der Lüge immer stärker wird. Jetzt haben wir 2019 und auch aus deinen Arbeiten geht hervor, dass dieser Druck von Ahriman und von den Lügen, von der Lügenrichtung immer noch mehr steigen wird, auch in Zukunft. Und die Frage ist, woher nehmen die Menschen dann die Kraft, sich gegen diese gewaltige Herausforderung zu entwickeln? Also wir Menschen nehmen die Kraft, danke für die Frage, aus derselben Sphäre oder einer anderen Sphäre, woher auch Ahriman kommt, aus der geistigen Welt, von geistigen Kräften und geistigen Wesenheiten. Es gibt ja nicht nur Ahriman und seinen Gegenspieler, den Luzifer, es gibt ja auch den Christus und den Michael, die Engel und die Erzengel, die gesamte geistige Hierarchie, die stellen uns ja alle Kräfte so und so schon zur Verfügung. Du gehst ja auch jede Nacht, wenn du schlafen gehst, gehst du in die geistige Welt und tankst ja auf mit den Kräften. Wir haben alle Kräfte zur Verfügung, die wir brauchen, um hier auf der Erde das zu erfüllen, was angesagt ist. Wir müssen nur die Kräfte ergreifen. Diese Wahrheitsbewegung, das, was wir ja erstreben, das Wissen, heißt ja, der Mensch muss an sich arbeiten, wie es hieß, erkenne dich selbst, ergreife die Kräfte, die sind ja schon da. Wenn du dich ergreifen lässt von Ahriman, dann wirst du halt geschwächt. Ergreifst du die Kraft von Michael oder Christus, ja, den Christus in dir, du hast alle Kräfte zur Verfügung. Die sind ja da. Du musst nur sie kennen, du musst von ihnen wissen. Dafür ist ja die Geisteswissenschaft da. Es ist alles da, was wir brauchen. Nur den Mut zu haben, auch jetzt in der Öffentlichkeit zu sagen, wir treten an, wir verändern etwas, wir treten in die Öffentlichkeit und treten an gegen diese Mächte oder positiver für etwas anderes, da gehört ja Mut dazu, das sind michaelische Kräfte. Das ist eine Überwindung von jedem Einzelnen, das ist Zivilcourage, das ist nicht einfach. Aber das ist gerade die Herausforderung und je mehr wir uns natürlich zusammentun in einem Geiste, desto mehr kann man dann auch gemeinsam bewirken, aber die Kräfte sind so und so schon da. Die kennt ja jeder von euch und das merkt ja jeder von euch und je mehr du mit ihnen zusammenarbeitest, desto mehr wirst du bewirken können. Deshalb erlaube ich mir immer den Scherz und sage, ich arbeite so und so für die CIA, für die Cosmic Intelligence Agency. Und die ist mächtiger als die irdische CIA. Ja, Franz, danke dir. Danke dir für deine Ausführungen, Axel. Und wir gehen zum Falco rüber. Falco ist neu hier hereingekommen. Guten Abend, Falco. Falco, nicht am Mikrofon? Okay, dann gehen wir weiter. Zu Naturdesign möchte noch was sagen. Der Marc möchte was sagen. Bitte, Naturdesign, dann Marc. Ja, ich habe noch mal eine Frage an den Axel. Erstmal vielen Dank für deine ganzen Ausführungen und für deine Arbeit, die du machst. Ich selber arbeite momentan an einem Projekt an der ältesten Kultstätte hier in Peru, an Caral, die eine Spirale von einmal an einen Stein eingebrannt hat und auch 12 Pyramiden sich dort befinden, spiralförmig aufgestellt sind. Die Spirale ist die Fortbewegungsform oder die Symbolik für die Fortbewegung des Lichtes. Und ich sage immer, Wasserstoff ist die Brückenverbindung vom ursprünglichen Licht
also von dem Geistwesen zu dem heutigen physischen Leben auf der Erde. Das heißt also, wir müssen beides bedenken, sowohl die geistige Welt, also das Licht und die Informationen, die im Licht enthalten sind, die also unsere Geisterwelt entschaffen oder erschaffen hat. Und ganz ohne Materie weiß ich nicht, ob ich damit klarkommen könnte. Und meine Frage ist, würdest du oder könntest du mir bei der Lösung des Rätsels dieser ältesten Kultstätte helfen? Das weiß ich nicht, weil ich bin jetzt nicht der Fachmann jetzt gerade für, das muss man wirklich sagen, für geistige Energiesysteme, weil da gibt es wirklich Fachleute, die sich da gut auskennen. Nur die Geisteswissenschaft liefert natürlich fundamentales Material über geistige Gesetzmäßigkeiten. Du hast aber auch zum Beispiel in den alten vedischen Techniken, in der Yantra-Technik zum Beispiel. In der Yantra-Technik arbeitet man mit geometrischen Figuren, weil man weiß, dass geometrische Figuren entsprechend geistige Kräfte lenken. Da geht es immer um Ätherkräfte. Also es ist wichtig, alle diese Bauten auf der Erde, wir müssen ja zurückgehen nach Atlantis, ja, das ist ja alles gebaut worden von Menschen, also wirklich jetzt von Menschen, die hatten damals noch den unmittelbaren Einblick, jetzt sage ich mal, in die heiligen Geometrien, weil die heiligen Geometrien leben in der sogenannten, im sogenannten Klangäther. Rudolf Steiner nennt ihn auch den mathematischen Äther. Dort sind diese Formen vorhanden und früher haben die Menschen diese Formen wahrnehmen können. Die mussten nicht Mathematik treiben, sondern sie haben die Formen wahrgenommen und waren in der Lage, diese Formen in Materie zu gießen, um auf der Erde jetzt, ihr würdet sagen Gitterstrukturen, ich sage um ätherische Kräfte zu lenken auf der Erde. Alle Stonehenge und all die Mount Builders, alle diese Kulturen haben dafür gesorgt, dass sie die Formen, die geometrischen, harmonischen Formen aus der Ätherwelt auf die Erde gebracht haben, um die Erde zu gestalten. Und da gehören die Spiralformen dazu, die Pyramidenformen, das waren verschiedene Völker, die gegossenen Steine, die Zyklopenmauern sind was anderes wie rechteckige Mauern im Libanon und so weiter. Da sieht man, es waren verschiedene Völker damals, auch auf Atlantis und nach Atlantis noch. Und die hatten alle, oder wir damals, als wir damals da waren, wir hatten alle noch ganz andere Kräfte. Wir hatten noch magische Kräfte. Das heißt, wir konnten diese materiellen Formen wirklich mit magischen Kräften formen, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Das ist so das Wesentliche, was ich dazu sagen kann. Dann zu schauen, welches Geheimnis dann dort oder welche Kultur dort, das ist ja das, da muss man wirklich tief reingehen, das ganze Studium von Atlantis, der Völker, und das dann verbinden mit den verschiedenen Lehren, die wir haben über heilige Geometrien und so weiter. Das ist ja ein Riesengebiet, da bin ich jetzt auch nicht der Spezialist, da gibt's natürlich ganz andere. Danke auch für diese Ausführung. Und jetzt ist der Falco nochmal dran. Falco, einen guten Abend. Ich hoffe, dein Mikrofon geht jetzt. Ja, guten Abend. Wie geht's? Kann man mich hören? Ja, du bist zu hören. Deine Frage, Anregung. Ja, Frage, Anregung. Ich erstmal guten Abend. Ich bin jetzt gerade vor 5 Minuten zugestoßen. Da hatte man so gesprochen über Lucifer und die Abtrünnigen. So viel wie ich weiß, jedenfalls gelesen habe, wie Armin Rissi und wir alle so sagen auch, dass ja alles aus einem Schöpfer entstanden ist. Ob das Gut oder Böse, letztendlich ja alles aus Gott entstanden ist. Also es gibt nur den einen quasi. Und der freie Wille des Menschen, glaube ich, ist der Aspekt, der hier reinscheint, dass sich jeder entscheiden kann, ob ins Licht oder in Schatten zu gehen. Also selbst in den Filmen, wo das Gute das Böse besiegt, ist das Gute dann auch nicht besser, wenn es das Böse besiegen will letztendlich. Es geht einfach um die bedingungslose Liebe. Also so wie ich weiß, wenn man den Schöpfer Gott nennt oder wie auch immer, oder den vedischen Brahman, ist er zwar nicht einverstanden, wenn ich mit anderen streite oder irgendwas, aber der freie Wille kann ja entscheiden, ob wir ins Licht gehen oder ins Dunkel quasi. Zwei Anmerkungen vielleicht dazu. Es gibt ein Video von mir auf meinem Kanal. Ich glaube, ich habe es genannt, oder wir haben es genannt, die größte Manipulation der katholischen Kirche. Da habe ich das aufgezeigt,
diese große Lüge, dass man Gott und den Teufel gegeneinander gesetzt hat, das ist natürlich Unsinn. Da hat Armin Risi völlig recht. Das Zweite ist, damit wir frei entscheiden können, damit es überhaupt eine Freiheit gibt, muss ich das Böse oder das Dunkle erschaffen. Gott musste, oder die Trinität, um uns aus uns freie Wesen zu machen, um uns die Wahl zu geben zwischen Licht und Dunkel, muss ich ja das Dunkel erschaffen. Das heißt, das ist Ziel. Das ist der ganze Plan ist so, dass es notwendig ist, das Dunkel, das Böse zu erschaffen, dass du eine freie Wahl haben kannst. Und wenn wir uns das anschauen, dann können wir uns mal vorstellen, wenn wir das sogar auf uns übertragen, dass für uns, damit wir freie Wesen werden, andere geistige Wesen dazu ja fast schon abkommandiert wurden, böse zu sein, damit wir die Wahl haben. Das ist dieses unglaubliche Geschenk an uns. Und das Dritte dazu, und das ist diese Demut, die man haben kann auch gegenüber, und die Achtung gegenüber Dunkelwesen, dass wir sie nicht verurteilen, sondern dass wir sehen, sie spielen eine wichtige Rolle für unser Leben und unsere Aufgabe. Und das ist das Dritte, ist eben das Dunkle zu erlösen und zu verwandeln. Das ist genau das, warum das Dunkle sich sozusagen uns hinopfert als Dunkelwesen, damit wir es erlösen können. Das ist diese große Botschaft von Rudolf Steiner. Bekämpfe nicht das Böse, sondern geh hinein und wandle es in das Gute, indem du deinen guten Geist hineinbringst und diese Wesenheiten erlöst. Ja, vielleicht das Gute und das Böse sich die Hand reichen. Ich glaube mal so, wie ich das verstanden habe, dass wir wahrscheinlich alle was verbockt haben in der Vergangenheit, im früheren Leben. Und hier sind, dass die Seele die Erfahrung macht quasi. Also ich sehe es für mich auch so, dass ich, sonst wäre ich ja nie so erwacht wie heute. Früher war ich, da gab es nur Schwarz und Weiß für mich. Also ich habe mich da gerne auch gestritten oder ich habe auch andere verteufelt irgendwie oder böse verbal angetan, was heute nicht mehr so ist. Also es muss ja irgendwas seit 2012 passiert sein, selbst dass ich ja viel mehr hinterfrage wie damals letztendlich. Also es passiert schon was und ich glaube schon, dass wir alle hier eine Aufgabe haben und uns ja in das Licht bewegen können oder dürfen jedenfalls. Ja, gerade der Begriff Karma und früheres Leben, das ist ja für uns in der Geisteswissenschaft eine Selbstverständlichkeit. Das gehört einfach mit dazu. Das ist völlig klar. Und ob das jetzt mit 2012 zusammenhängt, ist ja schön, dass immer mehr Menschen auf dem Weg sind. Aber was ich eben auch raushöre, wo ich die Wertschätzung habe für die Geisteswissenschaft, dass wir wirklich durch die Anthroposophie Rudolf Steiners, alles das, was du da gerade angesprochen hast, wirklich, wirklich systematisch lernen und verstehen können. Und dann verstehen wir, wenn wir sagen, ich habe was verbockt, dass wir auch nicht da schon wieder eine Verurteilung gehen, sondern dass wir lernen, diese Gesetze des Universums wirklich zu verstehen. Ja, genau. Danke, Falco. Jetzt möchte ich den Jenne mal hören. Ich weiß nicht, ob der... Wir machen eine ganz kurze Abschlussrunde, weil wir kommen auf die 22 Uhr zu und Axel möchte heute eigentlich, hat er gesagt, pünktlich Feierabend machen. Eine kleine Abschlussrunde, Axel, können wir die noch durchmachen? Ja, klar, so pünktlich muss nicht sein, das ist kein Problem. Wunderbar. Ja, dann würde ich doch mal von unten nach oben mal nochmal durchgehen, eure Worte nochmal, ein bisschen Anregung, was ihr noch auf dem Herzen habt. Und unten ist der Marc bei uns im Raum und sage ich nochmal, Marc, dein Mikrofon. Ja, guten Abend nochmal, eine kleine Aktualisierung. Das Triangular ist auch wieder im Internet seit 1. August 2018 das verlorene Symbol von Dan Brown. Das ist eine alte Rune, ist das alte A. Das A praktisch mit zwei weggehenden Stäben oben und die hat man abmontiert, auch sehr arimanisch. Und jetzt ist es wieder im Internet. Die Rune altes A. Danke dir, Marc. Und ich weiß nicht, ob Axel was sagen möchte, sonst gehe ich direkt weiter. Nein. Gut, passt. Und dann sage ich danke dem Marc. Jenne, dein Wort. Ja, wo ihr das da gerade drüber hattet mit den Lügen und Ursprung, also das hat ja was mit dieser Lüge der Trennung zu tun. Ne? Also wir haben ja, ne, was ist oben, was ist unten, wer ist Gott, wer ist der Teufel?
Und alles dieses ist ja eigentlich in der Dualität und gehört ja zusammen, weil es im Fluss ist und eine, also ein Kreis so ist, sozusagen. Und ja, wie gesagt, und da fing der Ursprung an, wo ihm halt die Trennung geschaffen wurde. Und zur Wissenschaft, die Wissen, also das Wissen ist immer relativ, aber die Wahrhaftigkeit, das ist das, die Essenz, worum es geht. Und wenn man jetzt diese Wissenschaft sieht, dann haben die ja andauernd immer nur ihre Geschichten gegenseitig gestützt und waren quasi Hüter des Wissens in dem Sinne. Und das Wahrhafte wurde so komplett ausgeblendet, wo es eigentlich im Prinzip so drum geht. Und zur Lösung für einen jeden selber so zu Hause, da wo er ist und wer er ist und was er macht, einfach mal vor dem Spiegel gehen und sich fragen, wer man eigentlich ist und was mache ich hier überhaupt. Ne? Um den Wandel und vielleicht auch da die Änderungen anzufangen. Also das ist ganz einfach, das kann jeder zu Hause so machen. Und ja, das wäre eigentlich so eine tolle Lösungsansatz von mir. Danke. Und ich fand den Abend sehr spannend. Vielleicht ein Satz dazu, danke. Ich sehe es nicht so, dass die Trennung eine Lüge ist, sondern die Trennung musste erfolgen im Bewusstsein, damit wir frei werden können. Weil du kannst nicht ein freies Individuum werden, unteilbares Ganzes, wenn du dich nicht in einer bestimmten Art und Weise herauslöst aus dem Ganzen. Es wäre die Freiheit gar nicht möglich. Deshalb ist für mich die Trennung keine Lüge, sondern ein Teil des Planes. Das ist ja so und so nur Trennung auf einer bestimmten Ebene. Dankeschön. Gehen wir dann weiter zum Hans Gruber. Hans, dein Mikrofon und deine Abschlussworte. Danke dir, Jenne. Und ja, vielleicht ist noch Nachtalk drin. Auf jeden Fall, wir machen ihn im Nachhinein noch. So, Hans Gruber, dein Mikrofon. Ja, zu Ihrer Antwort vorher, die arimanischen Kräfte hinter dem Psychopathen an der Macht, wollte ich noch sagen, also ich bin nicht Anthroposoph oder Christ, aber ich ticke spirituell, aber mit einem anderen Hintergrund, wollte ich kurz sagen, da bekommt man doch große Probleme, wenn man sich die Geburtsunterschiede der Menschen anschaut. Die einen werden mit einem verkrüppelten Körper geboren, mit einem schwächlichen, mit einem kränklichen, die anderen mit einem starken, die einen in Dürregebieten, die anderen in einer Villa in Amerika. Ohne Ende geht das so weiter. Da müsste man ja dann jedes Mal hinter den negativen Qualitäten, die man sich jetzt nicht unbedingt wünschen würde, wenn man sich selbst die Geburt aussuchen könnte, irgendwelche arimanischen Kräfte vermuten. Also das geht doch nicht auf die Rechnung. Und zum Zweiten, wenn es wirklich diesen Widerstreit zwischen göttlichen und arimanischen Kräften gäbe, naja, wo ist dann der allmächtige Gott und der allliebende Gott? Also Sie sagen, es wurde geschaffen, um ein Spielfeld zu kreieren für den Menschen, dass er seinen freien Willen in die echte oder gute Richtung lösen kann. Aber dieses ganze dualistische Denken zwischen Gut gegen Böse, es entstehen endlose Widersprüche, wie ich sie gerade auch schon aufgezeigt habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel dagegen sage, es ist ein Prozess des Wiedergeborenwerdens, wie es zum Beispiel Buddhisten sehen, und am Anfang steht ein Nichtsehen, ein Unwissen, und unsere Aufgabe ist, je nach unseren vergangenen Taten, kommen wir eben in entsprechende Lebenssituationen, und die können sich qualitativ unterscheiden, weil sich diese vergangenen Taten unterscheiden. Und da gibt es eben auch welche, die schaffen die Ursachen für eine Geburt als Psychopathen. Und da ist natürlich die Aufgabe, in der Situation, in der man ist, die tief zu verstehen, die Aufgabe darin zu sehen und sich darüber zu entwickeln. Aber da brauche ich keinen Ariman gegen Gott. Ja, wir könnten jetzt natürlich ungefähr 7 Tage über diese Themen sprechen, weil das ist Grundschulung in der Geisteswissenschaft. Und was Sie ja auch angezeigt und aufgezeigt haben, das ist ja, wie gesagt, ganz normal für uns, das Karma-Denken. Das ist völlig klar, dass es Karma und Wiedergeburt gibt, und deshalb kriegen wir diese Körper, weil wir uns rausgesucht haben. Das hat gar nichts mit Ariman zu tun. In der Geisteswissenschaft hat Ariman mit unseren Inkarnationen nichts zu tun. Das ist unsere Entscheidung. Das ist ganz was Heiliges. Und dann kommt der eine vielleicht als Psychopath. Also dafür brauche ich auch den Ariman nicht, aber für die Freiheit brauche ich ihn. Und deshalb gibt es diesen Weltenplan. Und wenn man den Weltenplan studiert, ich mache jetzt zum Beispiel ein 7-Tage-Seminar, 7 Tage nur den Weltenplan, also dieses Geheimwissenschaft von Rudolf Steiner lesen,
Geheimwissenschaft im Umriss. Da steht im Grunde genommen alles drin. Das ist ein gewaltiges Wissen, das man sich in einem Leben jetzt wirklich erarbeiten kann. Und dann sieht man, dass das Ahriman und so weiter alles seine Richtigkeit hat. Und dann lernt man aber auch, nur kurz über den Buddhismus, dass eben der große Unterschied zwischen dem Karma im Buddhismus und dem Karma in der Geisteswissenschaft ist, dass es im Buddhismus dann das Anatma gibt oder das Anatta in Pali. Und das heißt das Nicht-Atma, das Nicht-Selbst. Im Buddhismus gibt es kein Ich, das wiederkommt und sein Karma trägt. Gegen in der Geisteswissenschaft völlig klar, ich trage mein Karma und nicht ein abstrakter Bewusstseinsstrom, der dann das Karma einer Persönlichkeit aus dem letzten Leben aufnimmt. Ich will nur darauf hinweisen, weil ich habe Buddhismus und die Dinge alle studiert und da sieht man eben den klaren Unterschied, dass man in der Geisteswissenschaft ein völlig klares Bild hat und alle Widersprüche, die sie, scheinbaren Widersprüche, die sie aufzeigen, sind für mich keine Widersprüche. Die sind es nur, wenn ich nicht eine Wissenschaft studiere. Und die Geisteswissenschaft, die Anthroposophie, ist keine Lehre. Das ist die Wissenschaft von der geistigen Welt. Das ist immer schwierig, wenn ich das so behaupte, aber das kann jeder nachprüfen. Das ist wissenschaftlich, wissenschaftstheoretisch völlig klar bestimmt. Das ist, wie die Naturwissenschaft ist, ist die Anthroposophie die Wissenschaft von den geistigen Wesenheiten. Und nur aus dieser Wissenschaft kann ich ein wissenschaftliches Fundament haben, all diese Widersprüche, die sie aufzeigen, zu klären. Sonst geht das gar nicht. Das ist immer mein Mantra, immer wieder das darauf hinzuweisen, wir haben es nicht mit einer steinerschen Lehre zu tun. Das ist es nicht. Es ist die Wissenschaft von der geistigen Welt, die vor 100 Jahren das erste Mal überhaupt in die Welt gekommen ist. Es ist ganz wichtig, dass man versucht, vielleicht den Gedanken von mir mal zu bewegen und drüber nachzudenken, dass das nicht irgendeine Lehre ist. Danke dir auch, Hans Gruber. Danke dir, Axel, für die ausführliche Antwort. Wir gehen direkt weiter. Und der Franz Reutinger, deine Abschlussworte, deine Frage, Anregung, dein letztes Statement. Bitte, Franz Reutinger. Ja, hallo. Ja, danke, Axel, für die super wunderbare Sendung. Noch ein Wort zu meiner Erfahrung mit der Lüge. In den letzten 30 Jahren, wo ich einfach von meinem Wesen her gegen die Lüge aufgetreten bin, als Abteilungsleiter, als Lebensbegleiter oder für mich selbst, hat es eines bedeutet, Existenzverlust, niedergeknüppelt zu werden und ausgestoßen zu werden. Und den Mut, den steigenden Mut für die Zukunft, wo diese Knüppelei flächendeckend erfolgen wird für die mutigen Menschen, bedeutet natürlich die Arbeit in die geistige Ebene, einen besseren Kanal für sich oder für sein Ich zu entwickeln. Und wenn man ihn nicht hat, dann muss jeder Mensch aufpassen, sich so weit aus dem Fenster zu lassen, wie er es für sich verantworten kann. Ich danke dir, alles Gute. Danke auch. Ja, danke dir, Franz Reutinger. Macht auch immer wieder Sendungen auf OKTalk. Und dann gehen wir nochmal zum Falco rüber. Guten Abend nochmal, Falco. Ja, was habe ich noch abschließend zu sagen? Ja, vielleicht nochmal Polarität und Dualität. Das sagt ja, das ist auch immer oft angesprochen. Und Armin Ritt hat das für mich sehr gut erklärt, eben, dass die Polarität nichts Trennendes ist, sondern dass es die Zweiheit der gleichwertigen, sich gegenseitig ergänzenden Gegenteile, also wie Gleichgewicht, Harmonie und sowohl als auch. Also ich kann da nichts trennen letztendlich, aber die Dualität quasi, das ist, wenn die Spaltung da ist, ne, die Zweiheit der nicht gleichwertigen, sich gegenseitig ausschließenden Gegensätze quasi so. Also die Buddhisten sagen ja, so auf dem Messer schneide stehen, barfuß und sich das Gleichgewicht halten, nicht so viel im Guten und nicht so viel im Schlechten, also in der Mitte stehen bleiben. Das habe ich so für mich auch begriffen. Ich kann ja vielen Menschen Gutes tun, ich kann denen richtig auf den Sack gehen quasi. Ich sage, mach das doch so und so und so, dann wirst du gesund. Das wäre wieder zu viel im Guten. Oder wenn ich jetzt das für mich behalte, was denen gut tun würde. Und das ist für mich sehr gut erklärt, also dass die Dualität das Spalten ist, was uns trennt quasi. Also das ist auch nochmal so interessant. Ansonsten danke für die Sendung. Ja, da möchte ich, danke auch, ja, vielleicht da auch eine kurze Definition. Polarität, das sind die zwei Pole einer Einheit. Das nennt man Polarität und die Dualität ist das Trennen.
das zu spalten. Das ist völlig richtig. Und da will ich auch nochmal ergänzen, dass das kam nämlich vorher so durch, was ein kleines Missverständnis ist. Gerade in der Geisteswissenschaft haben wir weder ein polares noch ein duales Denken, sondern was wir lernen, ist gerade das, was mit des Messer Schneider genannt wurde, ein trinitäres Denken. Was gerade die Wissenschaft des Geistes neu bringt, ist das trinitäre Denken. Das Denken in Dreiheit, nämlich Luzifer Ahriman als Pole, aber den Christus in der Mitte, diese Schneide sogar, es ist immer eine Dreiheit. Es ist immer eine Trinität. Ja, in bestimmten Aspekten kann man zwei davon betrachten, dann hat man eine Polarität. Aber das geisteswissenschaftliche Denken ist immer ein trinitäres. Und das ist eben verhindert worden oder abgebaut worden durch die katholische Kirche. Das hast du sehr schön gesagt. So kann ich mich völlig damit identifizieren. Falco, auch dir ein Dankeschön. Wir gehen weiter zu Elfi. Elfi, deinen Abend, wie hast du deine Worte? Ja, also jetzt, nachdem der Axel das nochmal so schön auf den Punkt gebracht hat, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Erstens von mir ein riesengroßer Dank, Axel, an dich. Hab auch schon viel gerne gesehen. Und zum Zweiten würde ich eins nochmal unterstreichen wollen. Eigentlich will ich viel unterstreichen, weil ich merke, dass die Botschaften nie wirklich ankommen. Aber ja, ich muss auch lernen, zu begreifen, dass ich nie an den Grashalmen ziehen kann, damit sie wachsen. Das ist aber von mir eine kleine Schwäche. Ich ziehe dann immer dran und will, dass das Gras wächst. Aber eins möchte ich gerne noch unterstreichen. Du hast vor uns was erzählt von Kräften, die wir brauchen. Und ich habe dann reingeschrieben, wir haben die Kräfte immer noch, aber wir können sie nicht erkennen. Und das will ich als Botschaft nochmal rausschicken. Erkennt euch selbst, ihr lieben Menschlein, was ihr seid, was ihr wollt, kommt dann als nächste Frage, nämlich Freiheit und Frieden. Und dann stellt ihr fest, dass ihr Kräfte habt, dass ihr die ganzen Kräfte und die ganzen Möglichkeiten habt, die Dinge zu drehen, zu lenken, zu leiten. Ich hatte früher immer einen Spruch auf den Lippen, da habe ich aber noch nie über die ganzen Geschichten nachgedacht. Da habe ich immer gesagt, ich kenne meine Stärken und Schwächen habe ich keine. Das war so ein bisschen ein arroganter Spruch. Aber jetzt weiß ich, dass der Spruch, wenn ich den Spruch kenne oder wenn ich die Worte begreife, was der Spruch bedeutet, dann ist das in der Tat so. Wir haben alle unglaubliche Kräfte oder Stärken, aber wir müssen sie eben erkennen. Und wir müssen sie nutzen. Das ist, denke ich, unsere Aufgabe. Und das ist auch des Rätsels Lösung. Danke, Elfi. Axel, alles so stehen lassen. Ja, ja. Danke. Dann Bernhard Wimmer, dein Mikrofon. So, Axel, vielen, vielen Dank für diesen Abend, für diese Sendung und auch für die Videos, die ich von dir in den letzten Monaten gehört habe. Ich sehr, sehr inspirierend, dass ich heute Abend jetzt ganz toll nochmal gefunden habe. Du hast es kurz angesprochen, du beschreibst die Yantras als eine Technologie, als eine Äther-Technologie. Diese Formulierung habe ich so in dieser Form noch gar nicht gehört, weil ich mache seit vielen Jahren, konstruiere ich Yantren und beschäftige mich auf einer recht mathematisch-geometrischen und auch physikalischen Ebene mit Yantren. Und ich habe mich jetzt total gefreut und das nehme ich mit. Und vielleicht könntest du da noch mal ein, zwei, drei kleine Wörtchen und Sätze sagen. Und ich finde es so toll, deine Arbeit, die du machst zum Aufklären und zum Wachmachen und zum Hingucken für viele Menschen, für junge Menschen vor allen Dingen, die Arbeit, die du für Jugendliche machst, die Fragen, die du stellst, die Anregungen, die du gibst. Ich bin zutiefst begeistert und berührt von dem, was du tust. Danke dir. Schön, das freut mich. Ja, ich mache jetzt einfach an der Stelle ein bisschen Werbung für mich, weil gerade zu dem Thema Yantren, es gibt von mir ja diese Heimlehrgänge. Das ist genau das Studienmaterial und es gibt den Heimlehrgang Anthroposophie. Und den würde ich dir einfach empfehlen, weil da sind die Ätherwelten ja beschrieben oder die Ätherebenen. Und da können wir eben ganz klar unterscheiden, eben aus Sicht der Geisteswissenschaft zwischen Physik und Mathematik. Ich bin ja Mathematiker. Und da lernst du eben drin, dass die Mathematik nicht in der physischen Welt stattfindet, sondern in der Ätherwelt. In einem von vier sogenannten Äthern. Nämlich
dem mathematischen Äther. Und dort leben die Yantra-Kräfte. Und das heißt, wenn du geometrische Figuren baust, dann holst du diese Kräfte in die physische, physikalische Ebene hinein. Das hast du auch wieder toll gesagt. Bernhard, noch mal kurz. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Axel. Gerne. Axel, ich habe gleich noch eine Frage an dich. Und wie hast du den Abend erstmal empfunden und wo bist du als nächstes zu treffen? Hast du einige Termine, die du hier bekannt geben möchtest? Ja, erstmal der Abend, danke. Fand ich wieder sehr lebhaft, sehr interessant. Freut mich die vielen Fragen, die gekommen sind. Gerne immer wieder. Und ja, es gibt einen Termin, der vielleicht für alle interessant ist, und zwar am 2. November. Da gibt es wieder ein Meet and Greet von mir, wo sich alle treffen können, und das wird in Salzburg stattfinden, im Odeon neben der Waldorfschule. Also 2. November, den ganzen Nachmittag, Abend bis zum Abend um 7. Also da können wir uns persönlich auch treffen und kennenlernen. Alles andere in der Zwischenzeit ist ausgebucht. Ansonsten immer Mittwochabend, aber jetzt nicht die nächsten 4 Wochen, immer meine Vorträge hier live, aber es werden ja auch immer Livestreams gesendet. Ansonsten, wie gesagt, den 2. November ist die Möglichkeit, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Super, toll. Axel, ich weiß nicht, ob die Frage in Ordnung ist, aber wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir heute gerne wünschen, sag ich mal, für dein Leben, für die Menschheit, was auch immer, dein Wunsch? Für mich habe ich nicht da keinen Wunsch. Ja, vielleicht noch 20 Jahre hier sein, um weiter so wirken zu können. Nein, das Entscheidende ist ein völlig freies Bildungs- und Geistesleben in Deutschland. Wenn wir das geschafft haben, dann sind wir durch. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir ein Problem mit Ariman. Das ist eine schöne Aussage. Da stehe ich auch hinter dir. Danke dir für deinen Abend. Klickst du dich jetzt direkt aus? Vielleicht sind noch die einen Zuhörer da, die würden dann im Nachtdoc noch da sein. Bestehst du noch zur Verfügung oder nicht? Ich kann heute nicht mehr. Ich muss mich wirklich ausblenden, weil nach den 2 Tagen Seminar, bitte habt Verständnis, ist für mich heute wichtig, dass ich mich zurückziehe. Ist das okay so? Na sicherlich, ne? Du entscheidest. Ich sage immer, okay. Ein Spruch sage ich auch immer, kein Mensch hat die Befugnis, sein Gegenüber zu sagen, was es denken soll, sagen soll, handeln soll, machen soll, tun soll. Wenn man das, in der Hand hat, ist das respektlos, so sage ich. Genau, oder? Gut. Also danke, dann wünsche ich allen auch vielleicht auf ein persönliches Treffen und weiter viel Erfolg und Freude an der eigenen Entwicklung. Tschüss. Danke und einen schönen Abend dir. Danke für deine Zeit hier heute auf OK Talk. So, der letzte Song kommt jetzt rein und das war Axel Burkhardt. Axel Burkhardt hat die Homepage-Adresse akademie-zukunft-mensch.com und geht in den Artikel rein, lasst eure Kommentarfunktion. Da gibt es eine Kommentarfunktion. Dort könnt ihr auch schreiben und auch teilen. So, in dem Sinne der letzte Song. Und da gucke ich mal eben. Das ist Halleluja. Und einen schönen Abend euch. Morgen 20 Uhr. Bis dahin.